Ja, hallo und herzlich willkommen auf zur nächsten Runde Programmieren mit C++. Und HP Smart, willst du lassen? Das ist ja putzig, nein. HP auf dem Streaming-PC. Nein, also wir machen weiter mit dem Thema Modellierung mit C++. Wir waren in der Systemschicht angekommen. Wir haben uns letzte Woche mit dem Punkt beschäftigt und da werden wir heute auch anknüpfen. Wir machen also genau an dem Punkt weiter. Und ja, haben wir die Kamera schon mal an das an und dann können wir das ausmachen. An dem Punkt werden wir auch weitermachen, dass wir also mit dem Thema der Systemklassen, mit dem wir begonnen haben, das entsprechend fortsetzen und auch wieder den Bogen zurück zu unserem Thema schlagen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt frei in der Welt angefangen habe und gesagt habe, ich fange jetzt was völlig Neues an, sondern ich habe die Schritte ja bewusst eingeleitet. Auf der einen Seite, um Dinge zu erklären, die wir nutzen können. Auf der anderen Seite aber eben auch, weil wir wollen unsere Anwendung ja aus Bausteinen zusammenbauen. Und eines meiner Ziele ist es ja eben auch zu zeigen, dass wenn ihr vernünftig programmiert in diesem Wege, also euch wirklich in diesem Gedanken, ich habe Bausteine, ich lege mir das zurecht, ich baue das aufeinander auf, eure Anwendungen zusammenbaut, dass ihr jedes Mal und jede Anwendung, die ihr neu beginnt, die neu dazukommt, auf irgendwas zurückgreifen könnt, was ihr schon mal gemacht habt. Und das in vielfältiger Hinsicht. Natürlich kennen wir alle diesen Spruch, ich weiß nur, wo es geschrieben steht, also ich weiß nicht wirklich, wie es geht, aber ich weiß, wo es geschrieben steht. Insofern habt ihr natürlich, wenn ihr irgendwas mal gemacht habt, auch immer die Möglichkeit, da wieder reinzugucken und zu sagen, was habe ich da eigentlich gemacht? Kann ich das irgendwie für mich anpassen? Wissen besteht eigentlich immer auf dem, was ich früher gemacht habe, was ich schon mal gemacht habe und was ich reproduziere. Und gerade beim Programmieren muss ich mir natürlich immer wieder neue Dinge angucken. Das ist gar keine Frage, aber ich habe eben auch die Möglichkeit, ganz stark zu reproduzieren und damit Dinge zu machen. Das habe ich hier gar nicht. Den Kontrollbildschirm an. Fox Euro ist da, einen schönen Abend von neuer Wirkungsstätte. Der Ton sollte aber eigentlich da sein. Ja, da ist er. Stradivari ist auch da, Andreas ist da. Für euch alle ein herzliches Hallo und ich werde natürlich die Gelegenheit nutzen. Ton ist okay, Gott sei Dank. Auch hier nochmal das Hallo zu schreiben, damit es im Chat vollständig ist und dass wir an der Stelle einfach weitermachen. Und ich hatte am Wochenende, einige haben es vielleicht gesehen, erst bei Lincoln einen Text geschrieben oder Lincoln, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, bei diesem Microsoft Social Media Dienst für Firmen und hatte den dann auch bei Facebook geteilt, da dann auch auf englische Sprache nochmal übersetzt. Was ja eigentlich eine Konsequenz der letzten beiden Streams gewesen ist. Also ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass es auch für mich natürlich einen Rückfluss gibt aus dieser Sache, dass ich mich mit Dingen beschäftige, mit denen ich mich vielleicht so nicht beschäftigt hätte. Nicht mal, dass ich sie im Programmieren nicht eingesetzt hätte, sondern es ist eben wirklich ein Unterschied, ob man was erklärt oder was macht. Und diesen Weg jetzt zu gehen, zu sagen, ich versuche das zu erklären, setzt natürlich dann auch voraus, dass man bei einigen Dingen noch mal ein bisschen genauer hinguckt und ein bisschen mehr hinterfragt. Und das passiert natürlich für mich. Und insofern ist auch der Stream für mich ein Wissensgewinn in dieser ganzen Sache. Aber natürlich sind auch die Reaktionen für mich immer wieder interessant. Manchmal wünschte ich mir, es gäbe mehr Interesse, mehr Rückmeldung, es ist doch ein sehr aktiver Kern, der sich beteiligt an den Diskussionen im Verhältnis zu denen, die zugucken. Es ist aber ein geringer Anteil, dass es da eben wirklich Rückmeldungen gibt. Aber das, was mich eben auch so ein bisschen geschockt hat, war, als wir uns über partielle Vererbung unterhalten haben, und ich hatte es erklärt, dass man eben mit dem Diamanten, mit dem Rhombus tatsächlich Architekturen bauen kann, dass da die Rückmeldung aus dem Chat eigentlich kam, das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Aber das habe ich noch nie gehört. Und das macht einen natürlich nachdenklich. Und sagt also, viele kommen mit einer IT-Ausbildung und kommen dann und haben es noch nie gehört, haben es noch nie gemacht. Und wie ist das möglich? Und wenn man dann, ich habe ja selber auch Vorlesungen gehalten, habe viele Diskussionen auch mit Lehrkräften gehalten zum Thema der Ausbildung. Ist natürlich so, wenn ich versuche, alles dem Durchschnitt anzupassen,
dann kommt am Ende auch nur der Durchschnitt bei raus. Und eine Sprache wie C++ bietet über den Durchschnitt stehende Möglichkeiten. Und gute Programmierer, die auch wieder überdurchschnittlich gut sind, können natürlich mit einer Sprache wie C++ noch viel mehr erreichen. Und ich hoffe das wirklich, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt. Wenn ich sage, dass es absurd ist, bestimmte Sprachen mit C++ zu vergleichen oder auch dann daran zu denken, dass es eine Nachfolgelösung ist oder kommen könnte und C++ ablösen könnte, weil man eben immer nur das vergleicht, was man kennt. Und das ist ein Problem, klar, geht uns mit allem so. Wenn wir jetzt eine Riesenmenge haben und wir haben irgendwo eine kleine Menge und wir kennen nur diese kleine Menge, dann werden wir uns auch nur mit dieser Menge vergleichen. Das heißt, wir suchen uns quasi wieder in der großen Menge. Und das kann man natürlich metaphysisch auch betrachten. Wir haben diese Diskussion vor langer Zeit mal gehabt, Flächenland von Abbott, dass man im Endeffekt, dass er eine Welt beschreibt, die nur aus einer Dimension besteht und wo Striche, Punkte, Kreise dann entsprechende Hierarchieebenen haben, bestimmte Kasten haben. Und wir hatten damals, oder ich hatte damals auch erklärt, dass wenn ich mit einem Zylinder komme und den in dieses Flächenland eintauche, kann man sich das vorstellen wie eine Badewanne, die Oberfläche der Badewanne und die Shampooflasche. Das kann jeder nachspielen und sagen, ich nehme jetzt die Shampooflasche, solange sie über der Wasserlinie ist, wird sie nicht wahrgenommen. Und in dem Moment, wo sie in der Wasserlinie ist, erkennt man sie dort, aber nicht als Zylinder, sondern eben als Kreis. Und in dem Moment, wo sie unten durch ist und unter Wasser ist, ist sie wieder verschwunden, obwohl sie natürlich existiert. Und genau das passiert beim Vergleichen der Programmiersprachen. Viele der anderen Sprachen sind so weit von den Möglichkeiten von C++ entfernt, dass man da wirklich nur müde lächeln kann und kann sagen, wie absurd sind da Vergleiche. Und dazu zählt natürlich jede Sprache, die nur einem Paradigma folgt. Also die reinen Sprachen oder Sprachen, die jetzt versuchen, sich zu öffnen, aber konstruktiv in ihrer Architektur, auf dem ein Paradigma aufgebaut gewesen sind. Und dazu zählen eben Sprachen wie Java und C#, die natürlich als rein objektorientiert konzipiert waren, eher an Smalltalk angelegt als an C++, auch wenn sie dieselbe Syntax verwenden, die jetzt ja chaotisch erweitert werden müssen, aufwendig erweitert werden müssen und auch teilweise nicht mehr logisch erweiterbar sind, sondern dass es dann zu solchen Teilen kommt. Während C++ eben durch diesen weit ausgelegten Ansatz die Möglichkeiten gibt. So, und wir hatten das angefangen mit der partiellen Vererbung und unseren Prozessen, mit diesen ganz klaren Nebenbedingungen, mit denen wir hingegangen sind und haben gesagt, keine Kopien, keine Initialisierung, kein Moven, das ist eine Klasse. Und unter diesen Bedingungen können wir uns diesen Baukasten kreieren, um eben Prozesse aus Teilprozessen zu konstruieren. Und wir können abstrakte Schnittstellen schon mit konkreten Elementen dazunehmen und können sie in diese Welt verdichten. Und ein ganz faszinierendes architektonisches Merkmal. Und da kommt es gibt keine andere Sprache, die auch nur annähernd diese Möglichkeiten gibt. Natürlich kann ich Pattern, Umwege, Observer und über Schnittstellenvererbung und dann doch noch eine Ebene mit reingezogen, ich brauche es am Ende nicht, aber C++ baut es eben so, wie es die reale Welt ist und nicht, wie es irgendwie ein theoretisches Gebilde ist. Und dasselbe passiert jetzt auch in den Systemklassen. Und da macht C++ wirklich diesen nächsten großen, gewaltigen Schritt. Ich hatte das auch am Wochenende geschrieben, ich habe es also wirklich mal rausgesucht. Das war der Mars Climate Observer, glaube ich, der damals abgestürzt ist bzw. verunglückt ist, als er in die Umlaufbahn eingelenkt ist vom Mars. Und da kam ja dieser Spruch, es war sogar ein NASA-Offizieller, der gesagt hat, die Amerikaner verstehen die metrischen Einheiten noch nicht. Aber sie müssen sie doch gar nicht verstehen. Das ist doch das Problem. Wir können doch miteinander reden, wenn wir einen Mittler haben, wenn wir mit Einheiten reden. Und wenn da steht ein Yard, dann ist das eben ein Yard. Und wenn da steht ein Meter, dann ist das ein Meter. Und jeder, der auch nur annähernd in der Lage sein sollte, Programme zu schreiben und technisch versiert zu sein, sollte den Unterschied sehen. Und das eben nicht als gegeben hinnehmen. Und das ist dieser ganz große Schritt, den wir jetzt auch wieder gegangen sind, den wir letzte Woche gegangen sind, dass wir gesagt haben, pass mal auf, wir bringen unseren Werten jetzt bei, dass wir Maßeinheiten haben. Dass also eine Variable nicht einfach eine Variable ist, sondern eine Variable von einem bestimmten Typ mit einer bestimmten Einheit.
und dass der Rest sich automatisch daraus ergibt, dass wir also Umwandlungen vordenken können. Und jetzt sind wir wieder bei einer der Besonderheiten von C++, dass wir eben auch Operatoren schreiben können und sagen können, wir können alle Operatoren überschreiben, ohne Einschränkungen. Und es gibt eben auch so eine obskuren Dinge wie, wir haben Kopierkonstruktoren mit anderen Typen. Dadurch haben wir die Umwandlung in unseren Typ hinein. Wir können Conversion-Operatoren schreiben. Dadurch haben wir die Umwandlung aus unserem Typ heraus. Und das können wir sogar typfrei gestalten. Das ist doch der Wahnsinn. Und typfrei nicht in dem Sinne der dynamischen Sprachen wie JavaScript oder Python, die gar keine Typen kennen und einfach sagen, wir wandeln immer alles irgendwie ineinander um und irgendwie wird das schon funktionieren, die überhaupt gar keine Kontrolle über ihre Typen haben. Sondern im Gegenteil, wir erhöhen ja die Kontrolle über unsere Typen und sagen, wir haben ganz strikt immer einen festen, korrekten Typ mit einem bestimmten Wertebereich. Und wir erweitern das einfach nur, aber wir erweitern das auch nicht zur Laufzeit, also nicht auf Kosten der Laufzeit, sondern wir können das erweitern auf, in die Compile-Time rein, indem wir, man kann das gar nicht anders nennen, Blaupausen bauen. Und sagen, diese Blaupausen. Und das befreit uns von vielen Entscheidungen, die wir früh treffen müssten sonst. Dass wir sagen können, okay, ich schreibe hier einen Datentyp und das, was ich voraussetze, ist eben, es muss ein Gleitkommatyp sein. Das haben wir ja letzte Woche gemacht. Dass wir hingegangen sind und haben gesagt, ich mache Gleitkommatypen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass das ja durchaus interessant wäre bei der Distanz, dass wir auch sagen könnten, ich lasse auch einen integralen Typ zu. Ich möchte also ganzzahlige Entfernungen haben. Und auch da ist dann ja die Frage, was passiert dadurch? Was ändert sich dadurch? Und ihr müsst wirklich versuchen zu lernen oder zu verstehen und das zu verinnerlichen, dass man in diesen Typen auch denken muss. Man muss auch über die Konsequenz nachdenken. Und wir hatten zum Beispiel die Umrechnung damit drin und haben gesagt, wir rechnen um von, da haben wir von Kilometer auf Meter, also sagen wir von Meter auf Kilometer. So. Wir haben jetzt 1100 Meter, das ergibt 1,1 Kilometer. So, und das haben wir gemacht in dem Moment, wo wir sagen, okay, da haben wir natürlich wirklich ein Problem oder man müsste über Rest nachdenken, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir tatsächlich eine Division bilden und sagen, wenn das eine größere Einheit ist, dann gehen wir und sagen, wir rechnen mit Rest. Aber was wir nicht machen sollten, ist, dass wir dann Gleitkommazahl-Operationen erzwingen. Das heißt, wenn wir ein Yard haben und wollen das in Fuß umrechnen, dann ist das, glaube ich, 3 Fuß in ein Yard. Dann werden wir die 12 Fuß nicht mit einer Gleitkommazahl multiplizieren, weil dann ist das ja eine Gleitkomma-Operation. Ihr müsst also auch im Rechnen in den Typen mitdenken, was hat das für Konsequenzen. Und ihr könnt das gestalten. Und das Schöne ist, das müsst ihr nicht fertig machen mit einem Mal, sondern auch hier gilt, dass man natürlich mit dem anfängt, was ich nur brauche. Ich baue mir also meinen ersten Klassenentwurf schon als, vielleicht sogar noch nicht als Template, aber später als Template. Aber ich muss nicht alle Funktionen reinsetzen, weil solange sich die Sache nach vorne entwickelt, da sind wir wieder, solange es keinen Bruch in der Schnittstelle gibt, solange ich das immer nur ergänzend mache und ich mit Default-Parametern sogar zusätzliche Sachen absichern kann, sogar Template-Typen absichern kann, kann ich immer erreichen, dass meine Veränderungen für den vorherigen Code keine Relevanz haben. Dass ich also Erweiterungen machen kann und kann mit diesen Erweiterungen in den alten Code gehen und kann ihn kompilieren. Und das ist auch wieder eine Fähigkeit von C++, wo immer wieder gesagt wird, ach, die Default-Parameter, die brauchen wir nicht, die sind nicht so wichtig. Natürlich sind die Default-Parameter wichtig, eben genau für solche Dinge. Dass wir das können. Und das ist wieder eine Sache, die uns über diesen Durchschnitt stellt. Der Durchschnitt kennt es einfach nicht. Und wenn wir jetzt nur den Durchschnitt ausbilden, dann werden wir mit das Wissen verloren gehen. Und insofern ist es eben wirklich ganz doll wichtig, dass man erkennt, das ist nicht alles Spielerei. Also C++ nutzt die Mehrfachvererbung nicht, weil es schick ist, sondern C++ nutzt die Mehrfachvererbung, weil genau das die Welt ist. Man kombiniert sich verschiedene Bausteine. Und es gibt nicht immer nur einen Baustein und darauf baut das nächste auf und dann baut die nächste Ebene auf, sondern ich kann durchaus verzweigen und kann eben mehrere Basen haben, aus denen ich mich bedienen möchte. Und insofern muss das eben eine Programmiersprache, wenn sie die reale Welt abbilden möchte, auch unterstützen, ohne Wenn und Aber. Und jede Sprache, die es nicht unterstützt, ist eigentlich schon disqualifiziert. Und es war eben eine architektonische Entscheidung von Java, keine Mehrfachvererbung zu machen, weil sie es nicht konnten. Da hatten wir ja auch schon mal die Diskussion. Als Interpreter ist es auch echt schwierig.
das zu machen. Und dann hat man es wieder erweitert, konnte aber auch die Entscheidung nicht revidieren. Das heißt, so wie C++ oft an der Vergangenheit von C leidet, leidet natürlich Java an der Vergangenheit der Entscheidungen von Gosling, als er C++ gestrippt hat, um es eben für Waschmaschinensteuerungen tauglich zu machen. Und was andere, was daraus entstanden ist, ist viel später daraus entstanden und gekommen. Und das ist natürlich immer eine Sache, die man berücksichtigen muss. Und ich halte das wirklich für ganz wichtig, dass man C++ als C++ lernt mit diesen ganzen Geschichten. Und da machen wir heute auch weiter. Auch hier gilt wieder, dass ihr vieles sehen werdet, was ihr total abgefahren findet. Was ihr vielleicht auch nicht verstehen werdet. Und um mal mit Purpur zu reden, der ja gesagt hat, dass es seinen Verständnishorizont an der Stelle überschritten hat. Und das gar nicht bös gemeint, weil man muss es natürlich lernen. Aber lernen tut ihr es auch nur, wenn ihr den Unterschied begreift. Und wenn ihr begreift, dass diese Gleichmacherei, die sich ja konsequent durchzieht und dass euch wahrscheinlich Unmengen an Leuten gesagt haben, da gibt es gar keine Unterschiede zwischen den Sprachen oder so groß sind die nicht. Und C++ hat diese ganzen hohen Abstraktionsstufen nicht. Das ist totaler Schwachsinn. C++ hat höhere Abstraktionsstufen als jede andere Sprache. Das ist ja das Irre daran. Also natürlich müssen wir teilweise mehr Code schreiben, haben wir bestimmte Verdichtungen nicht, nimmt der Compiler uns bestimmte Sachen nicht ab. Wobei das ja auch verkehrt ist, weil gerade durch C++20 und C++23 natürlich der Compiler auch eine ganze Menge jetzt wirklich macht, dass wir Konstruktoren und sogar einige Operatoren einfach mit diesem Ist-Gleich-Default schreiben können und das Standardverhalten, was wir erwarten, dann auch umgebaut wird. Wobei wir auch heute gleich wieder einen Schritt machen werden, wo wir sehen werden, dass das nicht funktioniert. Also wenn ich das in eine bestimmte Ecke treibe, der Compiler dann eben auch nicht automatisch anfängt, das entsprechend aufzulösen, sondern dass man dann auch wieder ran muss an die Sache. Aber wie gesagt, es gibt wirklich Dinge, die sind so abgefahren, wenn man sie mit C++ macht. Und denkt immer daran, es geht jetzt nicht um die allgemeine Klasse, oder es geht nicht um die spezielle Klasse, sondern es geht um allgemeine Klassen im Moment. Also allgemeine Klassen, wo man sagt, das extrahiere ich aus dieser Sache heraus und löse ich entsprechend auf. Smash sagt gerade, schönen Abend. Ich glaube, es gibt nicht viele, die diesem Level folgen können. Für viele Programmierer dürfte es zwei Schritte zu weit sein. Es ist ja auch nichts Schlimmes. Also auch das sehe ich ja gar nicht mal als schlimm an. Sondern ich sehe es als schlimm an, dass die Gleichmacherei über die Ebenen betrieben wird. Wenn man sagt, ich bin da noch nicht angekommen, ist das ja völlig in Ordnung. Aber wenn ich weiß, dass es dieses Ziel gibt, dann gehe ich den Weg auch. Dann lerne ich vielleicht, dann versuche ich das zu verstehen, dann probiere ich das selber mit Beispielen aus. Und das ist das Wichtige an Programmieren. Programmieren lernt man nicht durch Lesen, Programmieren lernt man nur durchs Machen. Das heißt, ihr müsst diese Konstrukte einfach nehmen, müsst sie für euch adaptieren, müsst sie einfach mal ausprobieren und euch dann auch nicht vom Misserfolg verschrecken lassen. Natürlich, auch bei mir hat alles nicht am ersten Moment geklappt und auch ich musste lernen, über viele Jahre dieses Level zu erreichen. Es gibt sicherlich Programmierer, denen das leichter fällt. Und es gibt andere, denen das schwerer fällt. Aber wir müssen aufhören, einen Einheitsbrei zu erzeugen, sondern wir müssen ganz klar sagen, ich kann die einfachere Programmiersprache nehmen, aber sie ist eben einfacher. Die bietet mir weniger Möglichkeiten. Vergleich verbietet sich eigentlich per se schon, außer dass sie einfacher ist. Aber das passiert eben nicht, sondern die Vergleiche seit vielen Jahren werden immer wieder gemacht in Teilmengen von C++ hinein. Und natürlich, C++ ist keine reine objektorientierte Sprache, obwohl sie auch auf diesem Gebiet mehr kann als die meisten Sprachen. Sie ist auch keine reine funktionale Sprache, obwohl sie natürlich Unmengen an Erweiterungsmöglichkeiten bietet und das natürlich auch eine völlig andere architektonische Möglichkeit bietet. So, und C++ ist vielleicht auch nicht die perfekte Sprache der Metaprogrammierung, bietet aber sehr viel in diese Richtung. Und ich kann das alles miteinander kopieren. Das ist nicht einfach ein Bereich Objektorientierung, ein Bereich, die isoliert da sind, sondern C++ hat das ineinander geschoben. Und das ist ja das, was wir eigentlich die ganze Zeit machen. Wir kombinieren ja. Wir haben Mehrfachvererbung, partielle Mehrfachvererbung mit Templates generiert. Mit Variety Templates und instanziert und haben mit Konzepts dafür gesorgt, dass es am Ende wirklich funktioniert. Wir haben also mehrere Programmierparadigmen genutzt zum gleichen Zeitpunkt. Und da wäre natürlich, abgesehen davon wieder, dass die meisten Sprachen es gar nicht könnten, fast alle Sprachen es nicht können, bis auf vielleicht Ausnahmen. Ich will gar nicht in absoluten Termen sprechen, weil das ist immer gefährlich. Dann kommt einer mit einer Ausnahme und dann hat sich's erledigt.
Und dasselbe ist natürlich, dass wir das kombinieren können. Und da sind wir ja jetzt auch drin, dass wir gesagt haben, okay, wir erreichen zumindest erstmal die Typfreiheit. Aber wir haben ja nicht nur die Typfreiheit erreicht, sondern wir haben ja die Metaprogrammierung eben auch benutzt, um zu sagen, wir setzen da auch eine Einheit rein. Und diese Einheit existiert nur zur Kompilierzeit. Die belastet mich zur Laufzeit nicht. Und das ist der ganz große Unterschied. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, da baue ich mir in mein Programm ein Einheitskennzeichen rein, das würde alles zur Laufzeit passieren. Dann wird es in der Laufzeit plötzlich Case-Anweisungen geben, mit Fall oder ohne Fallsrohm. Ich habe heute übrigens extra mal ein Beispiel mit Fallsroh eingebaut. Und dann gibt es vielleicht irgendwelche Umrechnungen, die dann zur Laufzeit passieren. Wir bringen das tatsächlich in den Compiler. Und das ist ja wieder der ganz große Unterschied, der da ist. Das ist wieder so gut wie keine andere Sprache in der Lage ist, das zu machen. Aber trotzdem kommen sie halt und vergleichen sich. Und sie verstehen am Ende nicht, warum eben in ihrer Sprache und in den meisten anderen Sprachen keine andere Sprache unter diese 14 Sekunden kommt, während wir auf der C++-Seite eben bei den 2 Sekunden gelandet sind im Vergleichsprogramm. Weil die Sprachen eben wirklich total unterschiedlich sind und wir diese Möglichkeiten haben. Und wir müssen uns wirklich gegen diese Vergleiche wehren. Also anders kann man das nicht sagen. Ich habe die Folie von letzter Woche jetzt hier nochmal. Das ist die falsche Ebene. Die ist es. Dann geht die wieder weg. Von letzter Woche mit reingenommen. Ich habe sie jetzt auch mal korrigiert. Also Euklid mit dem Y war echt gut. Dabei kam der Tipp sogar im Chat, ich glaube von Stradivari. Dass wir gesagt haben, das war ja die Problematik, dass wir anfangen. Und wie gesagt, es war kein Zufall. Wir brauchen alle 3 Kategorien, die wir haben, weil wir haben letzte Woche 3 Klassen kreiert. Wir haben gesagt, wir haben MyPoint. Damit sind wir gestartet. Natürlich ist das Koordinatensystem, in dem sich der Punkt bewegt, willkürlich. Das muss festgelegt werden. Und da sind wir bei dem Zauberwort, ich schreibe es jetzt mal hier drüber, Abstraktion. Das ist die Fähigkeit, die uns zu Programmierern macht. Abgesehen davon, sie macht uns auch zu Menschen. Jetzt habe ich wahrscheinlich den größten Fehler wieder gemacht. Ich habe es wieder umgedreht. Sie macht uns zu Menschen. Abstraktionen. Was sind Abstraktionen? Nun, viele, wenn ich aus der objektorientierten Welt komme und ich denke rein objektorientiert, dann sagt jeder sofort Zerlegung in Klassen. Zerlegung in Klassen in dem Sinne von, ich habe einen Hund, dann habe ich die Rassen und dann kommt das Individuum. Für die Objektorientierung ein richtiger Ansatz. Wenn jemand aus der funktionalen Entwicklung kommt, dann denkt er das Ganze in funktionalen Ausdrücken, in Funktionen. Unsere Mathematik besteht ja aus Funktionen, also kann ich bestimmte Dinge auch komplett in Funktionen abbilden. Und in der Metaprogrammierung, wenn es um die Typfreiheit geht, kommt eine ganz andere Abstraktionsebene dazu. Und das ist wieder dieser Punkt. C++ bietet uns eben all diese Abstraktionen. Für jemanden, der wirklich ein Freidenker ist, Freidenker jetzt nicht im gesellschaftlichen Sinne, sondern im naturwissenschaftlichen Sinne, kann er eben über jede Schwelle hinweg und kann in jede metaphysische Ebene hinein. Und insofern haben wir angefangen und haben gesagt, okay, wir haben unser XY-Punkt. Und was solchen Koordinatenpunkten gleich ist, was wirklich gleich ist an der Stelle, wenn wir sie über so eine Art und Weise abbilden, ist, dass wir immer eigentlich von äquidistanten Einheiten ausgehen. Kompliziert, wenn sie nicht mehr äquidistant sind. Wir kennen das, wenn wir jetzt eine Temperatur zum Beispiel simulieren würden oder abbilden würden und würden sagen, wir haben Grad Celsius und wir haben Grad Kelvin und dann kommt Grad Fahrenheit dazu, dass der Grad plötzlich eine andere Bedeutung kriegt. Also nicht nur, dass die Skala verschoben ist, sondern der Grad kriegt eine andere Bedeutung. Und was für uns aus unserer Sicht, aus unserem Verständnis, für die Amerikaner ist es ja nicht so, aber aus unserem Verständnis kompliziert wird, ist dann, dass da auch noch eine Streckung drin liegt. Das heißt, das Grad wird, desto größer es wird, wird der Abstand zwischen 2 Graden immer größer. Und das macht es natürlich kompliziert, wenn ich das auf so einer Skala versuche aufzuzeichnen und ich würde die Äquidistanz gestalten. Und deswegen spielt das so eine entscheidende Rolle, dass man das eben mit in die Programme hineinbringt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, den wir mit C++ gehen, dass wir uns da eigentlich irgendwann, wenn wir uns den Baukasten richtig zurechtgelegt haben, wirklich keine Gedanken mehr machen müssen. Und dass es dann wirklich Operationen gibt, dass wir sagen, wir haben eine Strecke und wir haben eine Zeiteinheit und wir teilen die durcheinander. Wir teilen die. Und das ist eben eine gültige Operation für eine Klasse
Geschwindigkeit. Da kommt die Geschwindigkeit bei raus. Und wenn wir dann aus dieser Geschwindigkeit abbremsen wollen, dann wissen wir, mit welchen Kräften wir rangehen müssen, weil wir wirklich, da kann es keinen Fehler mehr geben, weil wir in die Programmierung hinein das Größte, die größte Schwäche der Programmierung, die fehlende Einheit, das reine Abstrakte, haben wir aufgelöst. Und das ja in vielerlei Hinsicht. Wir haben auch den Nullwert mit dem Optional ja endlich eliminiert. Das war eigentlich so einfach zu lösen, dass wir, die meisten Entwickler, die ich kenne, hatten selber Lösungen kreiert, um eben wirklich undefinierte Variablen zu haben und zu sagen, eine Variable muss eben auch undefiniert sein. Weil wenn sie undefiniert ist, dann kann ich mit ihr nichts machen. Da muss es einen Fehler geben. Da muss der Hand gehoben werden und gesagt werden, pass mal auf, da muss erstmal eine Zahl rein, weil ansonsten kannst du mit diesem Wert nichts machen. Auch das führt natürlich dazu, dass Algorithmen sicher werden. Und das ist dieser Irrsinn, dass man die Sicherheit auf Hauptspeicher reduziert und sagt, weil C++ keinen Garbage Collector hat, ist es per se unsicher. Und Programmierer könnten ja Speicherlöcher erzeugen, wo C++ ein Maß an Sicherheit hat oder bieten kann, nicht muss, bieten kann, wie keine andere Sprache. Und anstatt die Normen zu definieren, was man wie einsetzt, anstatt die Ausbildung zu definieren, diskutiert man, und das, wie gesagt, sowohl beim BSI hier in Deutschland als auch beim Pendant in den Vereinigten Staaten, wo es ja sogar eine Empfehlung gegeben hat letztes Jahr, dass man in bestimmten Situationen kein C++ mehr einsetzen darf, weil es zu unsicher ist, weil es gelungen ist in der Außendarstellung von den Gegnern, von den Befürwortern und sagen wir einfach von den Marketingpropagandisten der anderen Sprachen, hinzugehen und zu sagen, C++ ist zu unsicher. Dabei haben wir Smart Pointer, wir haben Resource Acquisition ist Initialization, was eben auch ein Prinzip von C++ ist, was sich nicht oder kaum in andere Sprachen reproduzieren lässt. Aber wir haben jetzt die Move-Semantik, die bestimmte Umwandlungen verhindert und Zwangskopien verhindert, dass wir irgendwo plötzlich doch noch eine Kopie stehen haben. Wir haben eine ganz klare Regelung über Ownerships, die da ist. Und jetzt haben wir Einheiten, die wir mitnutzen können, die uns wirklich in die Lage versetzen, extrem sichere Software zu schreiben. Mehr als in allen anderen Bereichen. Und das nicht zu Kosten, und das ist das ganz Entscheidende, nicht zu Kosten der Laufzeit und damit des Energieverbrauchs, sondern ausschließlich auf die Kompilierzeit übersetzt. Aber jetzt können wir natürlich hingehen und könnten den Punkt erweitern. Wir wissen alle, das ist ein Vektor. Ich habe sie extra mal als XY geschrieben. Wenn ich hier ein Z drunter schreiben würde, dann hätten wir den dreidimensionalen Vektor. Dann würden wir plötzlich in der dreidimensionalen Welt sein. Und natürlich könnte ich das auch als eine Erweiterung von diesem MyPoint machen und sagen, ich erbe mir den zweidimensionalen und setze die dritte Dimension einfach mit dazu. Ich kann es komplett neu schreiben und kann nur Conversion-Operatoren schreiben. Weil natürlich kann ich einen zweidimensionalen Punkt sofort in den dreidimensionalen transferieren. Umgekehrt nicht, das wird ein bisschen komplizierter. Zumindest nicht verallgemeinert. Aber im dreidimensionalen Raum kann ich doch jederzeit hingehen und kann sagen, der zweidimensionale Raum, dann ist diese Einheit hier halt 1 oder 0, wie immer ich es definieren möchte. Die Ebene ist ja nur wegeliminiert. So, und damit ist eine Transformation möglich, ohne dass ich das machen kann. Und ich kann jetzt meine Arithmetik erweitern. Und natürlich kann ich, wenn ich dann bestimmte Funktionen als Operatoren umgesetzt habe, wir haben ja den Operator als Plus-Operator umgesetzt, das nicht über virtuelle Funktionen machen muss, habe ich natürlich wieder die Möglichkeit zu sagen, wenn jetzt ein zweidimensionaler Punkt führend ist und ich will einen dreidimensionalen drauf addieren, dann muss es berechtigterweise einen Fehler geben. Wenn ich aber einen dreidimensionalen Punkt habe und ich will einen zweidimensionalen Punkt draufrechnen, dann funktioniert das wieder. Weil die Rangordnung ja auch eindeutig gegeben ist. Und natürlich kann ich dann den zweidimensionalen Punkt in den dreidimensionalen umrechnen und kann ihn auf den dreidimensionalen Punkt draufrechnen. Das heißt, ich kann die Rechenregeln auch sehr genau gestalten, weil ich eben Operatoren so überladen kann in C++ wie nirgendwo anders in der Form. Das hatte man ja auch abgeschafft per White Paper in Java und hat gesagt, dass mit der Begründung, ein Programmierer könnte statt ein Plus ja ein Minus implementieren und deswegen ist es nicht erlaubt. Aber dieses immer, der Programmierer muss, ich verstehe das nicht, dass man freiwillig eine Sprache dann wie Java programmiert, wo sowas im White Paper gestanden hat, anstatt C++. Aber in der normalen Welt würde man sich das nicht gefallen lassen. Da regen wir uns über Meinungsdiktaturen auf und folgen eigentlich viel schlimmeren Meinungsdiktaturen im schlimmsten Fall. Also das, wir haben ja oft nicht die Wahl zwischen und verfallen dann in die Umkehrung. Aber
keiner will sich die Freiheit im Leben nehmen lassen und nur sagen, du darfst das nur auf die und die Art und Weise machen. Aber in der Programmierung, wenn das Fehler vermeidet und ich dadurch einfacher leben kann, und deswegen würden wahrscheinlich auch in Deutschland politisch viele Leute lieber in der Diktatur leben, weil es einfacher ist. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum viele ehemalige DDR-Bürger immer noch der alten DDR hinterher heulen, weil das Leben halt einfacher vermeintlich gewesen ist. Weil ich musste nicht so viel, ich war nicht für mich so verantwortlich, ich musste nicht so viel entscheiden. Und in der Programmierung ist es jetzt wirklich genauso. Wir haben unsere drei Kategorien. My Point, damit hatten wir angefangen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt einen Winkel berechnen, der kann ein Rad- oder Bogenmaß sein. Dann hatten wir diesen My Angel gemacht. Den haben wir schon mit als Rad- und Bogenmaß umgesetzt. Schreibt man nur, Deck ist es, ne? Degree. Dann haben wir gesagt, okay, die Distanz, was ist das für eine Maßeinheit, die hier eingetragen ist? Wenn wir dann rechnen, dann müssen wir entsprechend anfangen. Auch da ist es der Rückgabewert gewesen im ersten Moment, dass wir gesagt haben, my dimension. Ob das ein guter Begriff dafür ist, sei mal dahingestellt. Auch hier hatten wir Meter, Kilometer, Yard, Einheiten mit reingebaut. Aber natürlich in beiden Fällen hier auch Gleitkommazahlen allgemein. Wir sind also aus der Abhängigkeit rausgebaut, zu sagen, wir legen jetzt an dieser Stelle fest, das muss ein Double sein. Und das kann eben auch ein Long Double sein, das kann ein Float sein, das macht sogar Sinn. Es kann aber nächstes, übernächstes Jahr vielleicht auch ein 128-Bit-Gleitkommawert sein. Und natürlich müssen wir überlegen, wenn wir dieses X und dieses Y, hier ist ja auch schon eine Skala hinter, das heißt, diese Maßeinheit, diese Dimension, die wirkt natürlich schon ins Koordinatensystem rein. Das heißt, wenn wir uns das richtig überlegen, dann müssten wir das schon in den Punkt mit reinnehmen und sagen, dieses XY, was wir da haben, das ist natürlich schon ein Bestandteil dieser Dimension. Diese Maßeinheit, diese Skala, die wir da eintragen, hat eben eine bestimmte Wertigkeit. Das können nur Points sein. Das kann nur, also ohne jede Maßeinheit sein. Insofern müssen wir die eventuell um irgendwas Abstraktes, nicht bemaßbares ergänzen. So, das war der Punkt, an dem wir gekommen sind. Und jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz an die Dimensionen hier. Der Umbau, wie das aussieht, wenn wir hier nicht nur Gleitkommazahlen reinnehmen, sondern wenn wir auch Ganzzahlen damit zulassen wollen, hat das Konsequenzen, das muss man berücksichtigen. Und die Frage ist ja auch, was hat das alles mit einer Geoposition zu tun? Weil da wollten wir ja eigentlich hin. Und natürlich ist es so, dass eine Geoposition auch erstmal eine XY-Koordinate hat. Aber was ist dies eigentlich für eine Koordinate? Und dann sind wir ja dem Punkt, das wir ja auch gesagt haben, auch diesen Punkt kann ich alternativ natürlich über die XY-Achse definieren. Ich könnte sie aber auch definieren als Entfernung von dem Nullpunkt, von meinem Ursprung. Dass ich also hingehen würde und könnte sagen, die Länge der Diagonalen zwischen x und y, jeweils die Länge zum Quadrat geteilt, ist der diagonale Abstand, also der Abstand, der dabei rauskommt, Satz des Pythagoras, Hypotenuse zum Quadrat ist das, sind die beiden Katheten zum Quadrat im rechtwinkligen Dreieck, wenn das Koordinatensystem rechtwinklig ist, gilt das. So, natürlich eine GPS-Position, wenn wir sie normal sehen, hat auch eine XY-Koordinate, aber ist natürlich kein Punkt, sondern wird über einen Winkel definiert. Deswegen sind das ja Winkelangaben, so und so viel Grad, weil die Erde ist ein Ellipsoid, also das ist eine Kugel, auf der einer drauf gesessen hat, aber die ist an den Polen abgeflacht, aber im Wesentlichen ist es ein Referenzellipsoid, das genutzt wird. Und insofern sind die Positionsangaben auf der Oberfläche einfach Winkelangaben. Das heißt, die sind eher über diese Art und Weise geregelt als über eine XY-Koordinate. Was natürlich aber nicht stimmt, weil wenn wir dieses ETRSG und dann noch die UTV, die Universal Transformation, nehmen, dann hat man ja sehr wohl versucht, die Darstellung auf der Erdoberfläche in eine Sphäre zu bringen. Das hat man gemacht, indem man einfach verschiedene Zylinder ineinander setzt und projiziert.
Deswegen sind die Umrechnungen auch so kompliziert. Das heißt, wenn ich die anderen Formate mir angucke, also sowohl die Mercator als auch die, das reine ETSRG, ist echt stark, dann sind das wirklich XY-Koordinaten. Das sind also Punktkoordinaten, wie wir sie jetzt hier abgebildet haben, mit anderen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, natürlich können wir jetzt hingehen und können den Winkel benutzen, auch für GPS. Wir können die Distanz benutzen und wir können auch unseren Point benutzen in bestimmten Stellen. Aber dann fällt uns natürlich auf, dass wenn wir sagen, wir haben jetzt drei verschiedene Arten von Geokoordinaten, dann ist bei der ersten, bei GPS, habe ich zwei Winkel, die ich angebe. Also ich gebe gar nicht die Länge an, ich will gar nicht wissen, wie weit bin ich weg von einer bestimmten Position oder zur Kreisoberfläche, weil das wird als Referenz angenommen. Sondern ich bin natürlich im dreidimensionalen Raum und deswegen brauche ich einen zweiten Winkel. Deswegen zerschneide ich die Erde in Breitengrade und in Längengrade, die um die Erde als Kreise gelegt sind und definiere dahingehend die Winkel und habe dann den entsprechenden Punkt, wo man sich befindet. Aber das ist natürlich was anderes, wenn es auch eine Zahl ist, als wenn ich jetzt diese Transformation nehme, wo ich wirklich einen Point habe, also wirklich ein XY-Raster. Also nicht zwei Winkel, die den Punkt definieren, sondern ich habe zwei Punkte. So, das ist natürlich, oder zwei Koordinaten, die den Punkt definieren. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und definiere für mich und sage, ich will das unterscheiden, ich habe Einheiten mit ins Spiel gebracht, dann kann ich die nicht mehr zusammenbringen, weil die Grundeinheit ist was völlig anderes. In der abstrakten Form, alle anderen Programmiersprachen, wäre es in beiden Fällen ja nur ein Paar von XY, also von Doppelwerten. Insofern haben wir mehr Möglichkeiten, aber das hat auch Auswirkungen. Und das müssen wir überlegen. Und insofern überlegen wir heute was ganz anderes und versuchen jetzt eine Klasse Geolocation zu machen, die unterschiedliche Größen hat. Wieder dran denken, normale objektorientierte Vererbung von der Idee, würde ich die Geoposition definieren, ich würde hingehen und würde sagen, das ist mein GPS, dann würde ich hingehen und würde sagen, das ist mein ETR und ich würde hingehen, ich würde das so rum haben. Dann müsste ich aber meine Geoposition verallgemeinern. Ich müsste also Funktionen als virtuelle Funktionen zur Verfügung stellen. Ich müsste die dann implementieren. Die Teile untereinander würden sich auch nicht kennen. Das würde das ja kompliziert machen. Also das Wissen der Ebene darüber kennen sie alle, aber die Ebene darunter, die Nachbarn, müssen sich nicht unbedingt kennen in der Objektorientierung. Das, was wir jetzt machen, ist aber, dass ich hingehe und sage, ich habe drei Klassen und ich habe die Geoposition. Und die Geoposition ist entweder das eine oder das andere oder das nächste. Und jetzt wieder überlegen, dass dieses komische, dieses jurbin-terrestrische Format, das ich immer wieder vergesse, das hat nicht nur XY, sondern das hat ein Letter, das hat eine Zone und einen XY-Wert. Der XY-Wert heißt auch nicht XY in dem Fall, sondern die reden von Easting und Northing. Hier habe ich wirklich nur einen XY-Mercator und wie gesagt, hier habe ich einen XY, aber das sind Winkel. Und das ist euklidisch, nennen wir es mal so. Aber so drei völlig verschiedene Teile. Und die Geoposition ist entweder das eine oder das andere. Diese beiden sind noch gleich groß, wenn sie sich beide auf Doppelzahlen beziehen. Aber der Typ ist ja trotzdem anderer. Aber hier ist der Typ auch größer. Das heißt, ich habe zwei zusätzliche Werte. Jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen, ich löse das Problem einfach dadurch, dass ich die bei allen habe, aber nicht benutze. Aber dann sind wir wieder bei dem Verschwenden, was ja eigentlich der totale Schwachsinn ist. Also, dann würde ich ja Ressourcen, die ich nicht brauche, die ich zur Laufzeit nicht brauche, würde ich dann aber überall in diesen Klassen drin haben. Und wenn ich jetzt meine Adressen lesen würde und würde eine GPS-Position dazu legen, dann würde ich 384.000 Mal in Berlin nicht zwei Doppelzahlen dazu legen, sondern zwei Doppelzahlen und zwei Int-Werte. Oder ein Char, ein Int-Wert und zwei Doppelzahlen. Letter würde ja als Char reichen.
Das ist ja auch wirklich A bis Z, die Buchstaben durch. Also die Zone definiert, ich weiß gar nicht, wie rum es ist, man baut kleine Vierecke über der Erdoberfläche zusammen und man hat den Buchstaben, der definiert, glaube ich, die Nord-Süd-Richtung. Das heißt, ich fange am Nordpol mit A an und komme beim Südpol mit Z an. Und ich habe die Zone, das ist dann die Frage, wo befinde ich mich gerade auf der Rundung? Bei uns ist es, glaube ich, Zone 32, über den Daumen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wo wir uns befinden, ich weiß gar nicht, Buchstaben A, Z, relativ in der Mitte zwischen A und M, E wahrscheinlich. A, B, C, D, E. Wird, glaube ich, auch enger. Ja, also irgendwas. Aber ich würde ja diese nicht benötigen, wenn ich das andersrum sehen würde in der Verallgemeinerung und ich müsste immer dieselbe Größe haben, hätte ich natürlich ein echtes Problem. Das heißt, es ist viel komplizierter, das als objektorientiert so abzubilden, mit der Verallgemeinerung beginnt und bei dem Speziellen unten ankommt, können wir den Spieß einfach umdrehen und sagen, ich definiere jetzt ganz saubere Klassen für mich, für diese jeweiligen Teile. Ich bringe den sogar bei, sich umzurechnen. Und bezogen auf die Winkelmaße habe ich ja sogar noch eine alternative Darstellung. Ich habe also ein Winkelmaß bezogen schon zwei verschiedene Einheiten. Ich habe das Bogenmaß und das Winkelmaß. Aber ich kann das Winkelmaß ja auch in einer, oh, da fällt mir der Name gar nicht ein, 60er Darstellung umsetzen. Mein Latein ist nicht gut, in der 60er-Einteilung. Das heißt, wir können das angeben als Grad, Minute und Sekunde. Also in der alten 60er-Teilung, der alten vorwissenschaftlichen Zeit, haben wir natürlich die Angaben immer so gehabt, dass wir die Grad, Minute und Sekunde angegeben haben. Und wenn wir jetzt nicht gerade in ein elektronisches Gerät, in ein GPS-System gucken würden, wo wir die Dezimalzahl sehen, sondern wir würden in die Wikipedia gucken oder irgendwo anders, dann würden wir wahrscheinlich auch eher Grad, Minute und Sekunden finden. Und auch hier können wir natürlich überlegen, wie bauen wir das in dieses Konstrukt ein, dass wir das entsprechend umsetzen wollen. Das heißt, der Weg, den wir heute haben, ist, dass wir uns mit dieser geografischen Position erstmal auseinandersetzen, im experimentellen Umfeld. So, gucken wir, was im Chat passiert ist. Ob was passiert ist, ich hatte es jetzt gar nicht mit angeschaltet. Smash schreibt, Stichwort Abstraktion, das ist etwas, was es für gute Programmierer mit mehr Übung immer schwerer zu machen scheint, mit Nicht-Programmierern diskutieren zu können. Ich würde das nicht nur auf Programmieren beziehen. Das ist natürlich ein Phänomen, jemand, der gut abstrahieren kann, dem fällt das dann auch schwer, jemanden Abstraktion zu erklären oder seine Abstraktionssicht zu erklären und auf der anderen Seite zu verstehen, dass der andere das nicht kann. Also das ist, ist sicherlich eine der schwierigsten Größen, die da sind. Wobei viele Abstraktionen auch als Ausrede verwenden, das muss man auch dazu sagen. Aber gucken wir uns unser Programm nochmal an. Wir waren bei diesen Punkten angekommen, dass wir sagen, wir haben unsere MyDistance 5, die wir dann irgendwann mal extrahieren. Wir haben den MyPoint 5 und wir haben den MyAngel 5. Das war die letzte Ebene, auf der wir uns befunden haben. Und ich hatte das ja schon gesagt, dass ich wirklich rangegangen bin und habe gesagt, okay, wie würde das Ganze aussehen, wenn wir nicht nur Gleitkommazahlen zulassen, sondern vielleicht möchten wir ja die Entfernung tatsächlich in ganzen Größen angeben. In den Runden im besten Fall, ne? Und wie muss das Ganze aussehen, wie kann man das erweitern? Und das Ganze beginnt hier in diesen beiden Zeilen, dass ich mir jetzt erstmal selber, ich müsste es gar nicht so machen, aber ich habe es ja an dieser Stelle so gemacht, ich würde es eigentlich auch immer so im produktiven System machen, dass ich mir wirklich, das sind ja nur zwei Zeile an dieser Stelle, genauso wie man mit Using sich Dinge zurechtlegen kann, so kann man sich eben auch schnell ein neues Konzept kreieren, das muss dann nur im Namen eindeutig sein. Und insofern habe ich gesagt, okay, der Parameter für meine Distanz, die ich verwenden will, der Typparameter, das ist entweder eine Gleitkommazahl. Dieses Unterstrich V sorgt darauf, dass ich nicht mit diesem Doppelpunkt, Doppelpunkt Value arbeiten muss, dass der Wert also quasi gleich nach außen gegeben wird. Das heißt, der Typ wird überprüft. Ist das eine Gleitkommazahl, dann ist der Wert, der zurückgegeben wird, true. Dann würde da true stehen. Ist das keine Gleitkommazahl, dann steht da false. Und mit Typen können wir genauso hantieren, wie wir das mit normalen Variablen machen. Nur, dass Typgeschichten halt zur Kompilierzeit dann ausgewertet werden.
Insofern machen wir dann weiter und sagen, oder es ist ein Integral. Und das haben wir geklammert, weil was es nicht sein darf oder was ich nicht haben möchte, ist ein Boolescher Wert. Das ist so eine Schwäche des Integraltyps, dass der Bool eben tatsächlich auch als Integral abgebildet ist und damit als Integral auch zurückgeliefert wird, aber kann eigentlich eine True und False annehmen. Klar, wenn ich jetzt irgendwas Binäres umsetzen würde, dann könnte man sagen, dann wäre es ja der richtige Ansatz. Aber ich will, in der binären Welt habe ich nichts verloren im Moment. Deswegen sage ich an dieser Stelle, es kann natürlich auch ein Integral sein, aber dann unter der Bedingung, dass das kein Bool ist. Damit habe ich meinen neuen Typ und mit diesem Typ kann ich jetzt an bestimmten Stellen als Parameter hantieren und kann den auch überall entsprechend einsetzen. Ich könnte jetzt hier also auch hingehen und kann den hier austauschen. Dann ist meine Distanz plötzlich im besten Fall auch ganzzahlig. Jetzt muss ich aber überlegen, was hat das für Konsequenzen, weil erstmal ist es nicht weiter schlimm. Solange ich mich innerhalb des Systems befinde. Wenn ich nur ganze Zahlen habe, plus, minus, ganze Zahlen, passiert gar nichts. Aber wir haben das ja schon gehabt, ganz weit unten sind die Umrechnungen, die wir hinterlegt haben. Und auch hier wieder, vergleicht das nicht mit dem, was ihr von anderen Programmiersprachen kennt, weil die würden das ja zu Laufzeit regeln können. Ich könnte natürlich hingehen und kann meinem Typ eine Variable geben mit dem Enium und kann dann darüber zur Laufzeit meine ganzen Umrechnungen machen. Das, was hier passiert, ist Kompilierzeit. Das ist ein Typ, der dieses Phänomen, der Typ kann das zu Kompilierzeit und entsprechend umrechnen. Und jetzt sind genau diese Punkte, dass wenn ich jetzt sage, ich habe Meter oder Kilometer oder ich habe Inch in dem Fall und habe Meter, dann bin ich gebrochen. Da muss ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen. Da gibt es auch keine glatte Umrechnung. Also kann ich hier auch weiter wie bisher mit diesen Faktoren arbeiten und kann sagen, ich gucke irgendwo nach oder google und sage, wie ist der Umrechnungswert, wenn ich einen Meter in Inch umrechnen will und dann kommt da diese Zahl bei raus, die man einsetzen kann und kann die entsprechend einsetzen. Aber wenn ich im amerikanischen Maßsystem drin bin, dann ist es natürlich eine ganz andere Welt. Und jetzt muss ich das Ganze, wenn ich im Ganzzahlen bin, in der Ganzzahloperation belassen. Und ich könnte jetzt ausrechnen und sagen, 12 mal 3 ist 36 mal, man könnte den Wert dahinter schreiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es viel leichter zu verstehen ist, wenn ich das auf die Art und Weise schreibe und sage, okay, um eben Inch in Fuß umzurechnen, dann muss ich mit 12 dividieren. Um Inch in Yard umzurechnen, muss ich sie erstmal in Fuß umrechnen, also mal 12 oder durch 12. Dann muss ich nochmal durch 3 teilen. Und wenn ich jetzt die Meilen dazu rechnen möchte, dann ist eine Meile sind 1760 Yards. Also muss ich die 1760 dazu rechnen. Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Ganzzahlwelt steige, muss ich auch dafür sorgen, dass ich im Ganzzahlbereich rechnen kann. Was aber keine Auswirkungen hat, wenn dieser Wert hier sowieso eine Gleitkommazahl ist. Weil immer wieder dran denken, C++ wie C, der größere Wert dominiert. Das heißt, wenn ich einen Long-Wert und einen Int-Wert habe, dann wird das Rechenergebnis auf der Long-Ebene ausgeführt. Wenn ich einen Double-Wert und einen Int-Wert habe, dann wird das Rechenergebnis keine Int-Operation, sondern eine Double-Operation. Und wenn ich einen Long-Double-Wert habe und einen Int-Wert, dann wird es eine Long-Double-Operation. Und wenn ich einen, also immer die mit einer höheren Mächtigkeit und wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, was ist denn mit Float? Float ist ja kleiner als ein Long-Long. Jetzt ist es natürlich so wieder, dass zwischen 0 und 1 gibt es mehr reelle Zahlen, als es überhaupt natürliche Zahlen gibt. Und insofern, ich kann natürlich im Float einen Bereich abbilden, ist die Mächtigkeit vom Float, auch wenn er mit einer geringeren variablen Genauigkeit gespeichert wird, rein mathematisch gesehen viel, viel, viel größer als jede Ganzzahl. Vor diesem Hintergrund, dass die Unendlichkeit sehr unterschiedlich sein kann für Mathematiker. Also es gibt wirklich die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen, weil es kann immer einer dazukommen. Aber dadurch, dass ich 1 durch eine natürliche Zahl in dem Bereich zwischen 0 und 1 abbilden kann, habe ich eben schon mindestens genauso viele Zahlen zwischen 0 und 1, reelle Zahlen, wie ich natürliche Zahlen habe. Das ergibt sich aus dieser Definition. Aber es gibt auch solche Zahlen wie Pi. Oder Wurzel 2 und schlag mich tot. Es gibt also reelle Zahlen, die sich nicht als Bruch abbilden lassen. Das heißt, es muss mehr geben. Wahrscheinlich sogar unendlich mehr.
Und insofern immer überlegen, wenn ich Typfreiheit haben will, dann muss ich mit diesen Typen mitdenken und muss überlegen, was hat das für Konsequenzen. Das heißt, wenn ich hier hingehen würde und würde sagen, okay, ich rechne das aus, dann sage ich, dann nehme ich das Reziproke davon, habe also 0,0 irgendwie eine Zahl und die multipliziere ich damit, dann hätte ich in dem Moment den Ganzzahlbereich verlassen. Weil dann würde 0, irgendwas eine reelle Zahl sein und die würde führen. Die würde dafür sorgen, dass auch die komplette Operation zur reellen Operation wird. Zur Gleitkommazahloperation. Und das will ich ja gerade vermeiden, wenn ich da ganze Zahlen habe. Ich muss also ein bisschen so umbauen, aber das ist nicht weiter tragisch. Ich kann hier jetzt Fantasieeinheiten dazu nehmen. Ich kann reelle Einheiten als Maßeinheiten dazu nehmen. Alles, was mir irgendwie einfällt, kann ich erweitern. Und jetzt auch wieder dran denken, das heißt ja nicht, dass mein Programm dadurch größer wird. Wenn die nicht benutzt werden, dann tauchen die hier ja nie auf. Also wir reden hier über Templates. Und das Template wird ja nur, wenn es an der Stelle auch benutzt wird, gebildet. Das hat übrigens auch Nachteile von der Logik, ja, aber ist ja mal egal. Das heißt, ich kann hier 1000 Regeln ablegen, wenn ich nur zwei Typen verwende. Ich habe Meter und Yard. Dann sind das zwei Zeiler, die da jeweils bei rauskommen, für den Compiler einmal in die eine Richtung gerechnet, einmal in die andere Richtung gerechnet. Also die Erweiterung, die ich mache, hat vielleicht, klar, verlängert die Kompilierzeit, aber hat zur Laufzeit überhaupt keine Relevanz. Weil das Programm besteht tatsächlich immer nur aus einer Zeile. Also egal wie, alles was hier steht, wird verdampft zu vielen Funktionen, wenn sie dann benutzt werden, aber auch nur, wenn sie benutzt werden. Wenn ich in meinem Programm keine Yard verwende, keine Inch verwende, dann wird diese Funktion ja nie instanziert, dann taucht sie auch nie in meinem Programm auf. Weil das nur eine Blaupause für den Compiler ist. Der Compiler kann daraus was machen und kann das dann zur Kompilierzeit entsprechend umsetzen und umbauen. In meinem Programm bleibt am Ende wirklich nur der Einzeiler übrig. Und wenn ich eben nur mit zwei Maßeinheiten arbeite an der Stelle, dann bleiben von diesem Riesentext hier 2, 4 Zeilen übrig. Und die werden auch noch an die Ort und Stelle gesetzt, wo sie aufgelöst werden. Und auch hier, wenn wir wieder an die Funktion nach oben gehen, das ist natürlich eine ganze Weile, hier steht das const expression davor. Das heißt, wenn der Compiler zum Beispiel eine Umrechnung kriegt zur Kompilierzeit, die auf Konstanten beruht, dann kann er das auch zur Kompilierzeit ausführen. Also nicht nur, dass wir ohnehin nicht ganz, also das, was dabei rauskommt, total smart ist und klein und übersichtlich ist. Es kann sogar in der Operation, in der Rechnung vom Compiler ausgeführt werden, weil da eben das const expression steht. Und auch das wieder, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Welche andere Programmiersprache kann das so? In der Summe der vielen Eigenschaften. Das heißt, es macht tatsächlich Sinn, dass wir unseren Punkt, jetzt habe ich es noch gar nicht umgebaut, hier steht noch floating point, aber ich kann jetzt natürlich hingehen und kann sagen, ich habe ja meinen Parametertyp hier eingeführt, also tausche ich den hier an dieser Stelle auch aus. Und jetzt haben wir plötzlich Ganzzahlen mit. Klar, ich musste ein bisschen überlegen, was hat das für Konsequenzen, wie funktioniert so ein Programm technisch unten, was könnte da im Hintergrund passieren. So, und jetzt passiert, ich mal gucken, ob ich es irgendwie so schnell finde. Haben wir es hier überhaupt mit drin? Hier ist es wahrscheinlich gar nicht mit drin. Verallgemeinerung. Gehen wir zum Winkel. Da bin ich direkt an der richtigen Stelle gelandet. 58, merken wir uns das Ganze mal. Jetzt kann ich natürlich auch überlegen, was hat das für eine Auswirkung auf den Winkel. Winkel, ich sag mal, solange ich zum Beispiel auch einen Radwinkel im Spiel habe, muss ich ja über Ganzzahlen gar nicht nachdenken, weil der ein Radian ist zwischen 0 und 1. Der ist zwischen 0 und 1. Das heißt, wenn ich dann nur zwei Möglichkeiten hätte, 0 und 1, dann hätte ich nicht viel umgesetzt und modelliert. Insofern muss ich hier nicht einen anderen Typ einführen. Also den auf Ganzzahligkeit zu bringen, wäre an der Stelle nicht wirklich zielführend, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber ich kann natürlich trotzdem mit ganzzahligen Werten an bestimmte Sachen rangehen. Und hier sehen wir plötzlich einen Kopierkonstruktor.
der einen anderen Wert übernehmen kann. Also nicht ein Kopierkonstruktor, sondern einen anderen Wert. Und hier möchte ich jetzt einen integralen Typ zulassen. Das heißt, das, was wir als diesen Parametertyp geschrieben haben, kann ich, das hatte ich gesagt, an jede x-beliebige Stelle auch ins Programm schreiben. Aber ich kann Templates immer jetzt über das Requires erweitern. Das ist C++20, ist mit den Konzepten gekommen, geht natürlich aber über die Konzepte auch hinaus. Das heißt, ich definiere jetzt plötzlich einen Initialisierungskonstruktor mit einer Zahl. Das kann eine beliebige Gleitkommazahl sein. Ich möchte aber vielleicht schreiben, das ist der Winkel von 90 Grad. Und 90 wäre dann ja tatsächlich ein Ganzzahlwert. Ich möchte den Winkel mit 90 Grad initialisieren. Und insofern erlaube ich ihm hier an dieser Stelle auch ganzzahlige Werte. Ich baue mir also tatsächlich einen Spezialteil für einen ganzzahligen Wert. Und jetzt habe ich hier an dieser Stelle nichts anderes gemacht als ein Static Cast. Ich könnte jetzt allerdings auch hingehen und könnte natürlich, macht ja keinen Sinn. Also ich mache einen Static Cast. Das Static Cast ist deswegen wichtig, weil das verhindert eine Compiler-Meldung. Also wenn ich jetzt einfach zuweisen würde, eine Gleitkommazahl, ich würde die mit einem Integer-Wert initialisieren, dann würde ich eine Warnung im Compiler kriegen. Dadurch, dass jetzt aber das Static Cast dasteht, bedeutet das, dass ich im Endeffekt keine Warnung mehr kriege, weil ich habe es ja gewollt. Ich habe ja ganz klar gesagt, ich weiß, dass da ein Problem sein kann. Deswegen habe ich ja das Static Cast gemacht. Das bedeutet aber, dass ich jetzt nicht nur mit Gleitkommazahlen und mit beliebigen Gleitkommazahlen initialisieren kann, sondern ich kann auch mit Ganzkomma und mit ganzen Werten entsprechend reagieren und ich kann auch wieder Unterscheidungen einbauen. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, das passt in meine Welt so nicht unbedingt rein, also muss da an der Stelle was passieren, kann ich das natürlich auf dem Weg auch umsetzen und machen. Das ist also auch eine Erweiterungsmöglichkeit von C++, die ja in einem Template, wir haben hier das Template Winkel, das beliebige Typen haben kann. Und jetzt schreiben wir in das Template Winkel noch eine Template-Funktion und sogar ein Konstruktor ist eine normale Funktion. Damit können wir auch Konstruktoren über diesen Weg definieren und definieren jetzt diesen Konstruktor nochmal als Template. Wir haben jetzt also wirklich das Template im Template dadurch. Die Klasse gehorcht den Gesetzen eines Klassentemplates, der Konstruktor gehorcht den Gesetzen des Funktionstemplates an dieser Stelle. Das hat also per se noch nicht mal was miteinander zu tun. Ich kann jetzt aber beliebig Werte aneinander bringen und das auch noch sauber umgewandelt und klar definiert. Und natürlich, ja, ich kann jetzt hier auch wirklich wieder bedingte Kompilierung nutzen. Das ist eine Form von S-Finai, die von vielen Beispielen findet. Ich kann aber auch einen anderen Ansatz wählen. Das hatten wir auch schon in der Vorlesung genutzt. Wir haben das EnableIf verwendet. Und jetzt gehen wir mal zur Zeile 58. Hier haben wir das. Ich habe hier einen Vergleichsoperator geschrieben. Und zwar einen Vergleichsoperator, der nur dann zum Einsatz kommen soll, wenn die Typen unterschiedlich sind. Und jetzt können natürlich zwei Typen unterschiedlich sein. Sowohl der Wert, mit dem ich das Ganze speichere, kann unterschiedlich sein. Aber das Kind, was wir haben, kann auch unterschiedlich sein. Das heißt, ich kann zwar in beiden Fällen eine Doppelzahl haben, die ich vergleichen möchte. Das wäre ja einfach. Aber das eine hat normales Winkelmaß gespeichert, der andere hat einen Bogenmaßwinkel gespeichert. Die will ich trotzdem miteinander vergleichen können. Das ist ketzerisch. Ne? Und das funktioniert sogar. Gucken wir uns mal das Testprogramm an, dann sehen wir, ich habe hier einen Winkel x 25 Grad als Degree abgespeichert. Der Fehler letzten Freitag war ja wirklich mein Fehler, dass ich in beiden Fällen hat er ja hier einen Degree-Winkel erzeugt mit einem Doppel. Auch wenn ich hier das als Rad eingegeben habe. Und insofern hat die Funktion ja auch keinen Sinn gemacht. Aber ich möchte jetzt diesen Winkel x einfach als Radianwinkel trotzdem nochmal haben. Hier ist der Winkel x 0,25, ich weiß gar nicht, ein paar 40 Grad müssten das sein. Denke ich mal, ja, Sinuskurve.
Ich habe hier einen Winkel x zwar mit 0,25 Grad eingegeben, aber als Bogenmaß, also als normalen Winkelmaß gespeichert. Jetzt gehe ich hin und definiere mir einen Winkel im Bogenmaß und einfach die Zuweisung. Das interessiert mich gar nicht mehr, jetzt zu überlegen, muss ich da jetzt wie war das? Oh, mit Pi multiplizieren durch 180, das ist der kleinere. Wenn es der kleinere, nee, das ist der größere, der muss zum kleineren werden, also mal Pi durch 180. Diese Rechnung verschwindet für mich komplett, weil die habe ich in meiner Rechenregel abgelegt, in meinem Typ abgelegt. Ich muss mich nie wieder darum kümmern. Ich kann hingehen und kann einen Bogenmaßwinkel und einen normalen Winkel sofort miteinander kombinieren und ich kann sie sogar vergleichen. Und all das macht der Compiler im Hintergrund für mich. So, insofern habe ich jetzt hier natürlich wirklich 0,25 hoffentlich wieder. Also hier müsste jetzt tatsächlich in dieser Doppelzahl 0,25 gespeichert sein. In dieser Doppelzahl müsste irgendwas um die 40, 47, 42, irgendwas um die 40 gespeichert sein, denke ich mal. Sehen wir gleich. Und jetzt möchte ich die miteinander vergleichen. Das heißt, hier steht im Klartext auf der Doppelebene, also knapp 40 ist gleich 0,25. Sind die beiden Werte gleich. Und rein abstrakt in die Programmierung gesprochen, sind sie natürlich nicht gleich. Das wäre fatal zu glauben, da wird bei der Gleichheit gleich rauskommen. Aber nochmal, da steht nicht nicht ein paar 40 ist gleich 0,25, sondern da steht ein paar 40 Grad ist gleich 0,25 Grad. Und das ist sehr wohl wahr. Und insofern sollte dieses Ergebnis hier dann auch wahr zurückgeben. Das heißt, ich halte ihn hier einfach mal eine Zeile später an und wir führen das Programm aus. Ich hoffe mal, ich habe nicht zu viel geändert, dass er jetzt nicht kompiliert. Das wäre jetzt der Worst Case. Ne? Irgendwas Temporäres ist da. Hier sind wir in dem Vergleichsoperator gelandet. Ich habe hier auch noch einen Breakpoint drin. Aber gucken wir uns das, was hier, was steht. X ist gleich 14, nicht 42, 14. Das ist gleich 14,32, wir würden ganz viele Nachkommastellen. Komp ist gleich 0,25. Das steht da, das sagt mir der Debugger. Und nochmal, auf der Ebene, auf der wir jetzt befinden, gibt es ja nur die Doppelzahl. Das andere ist ja nur zur Kompilierzeit bekannt. Aber Test ist true. Das heißt, mathematisch gesehen steht jetzt hier 14,32 ohne Einheit. Wieder, Computerprogramme kannten ja bisher keine Einheit. Ist gleich 0,25 und das Ergebnis ist true. Und das erreichen wir, weil wir diesen Operator, weil wir die Operatoren selber gestalten können. Und jetzt müssen wir genau gucken. Ich kann hingehen und kann sagen, wenn die Typen komplett übereinstimmen, also das ist derselbe Gleitkommazahlentyp und das ist dieselbe Maßeinheit, die wir verwenden, dann definiere ich mir hier einfach den Operator als Default-Operator. Das kann ich über diesen Spaceship-Operator machen. Das heißt, ich sage einfach, pass mal auf, Auto ist der Rückgabewert, das ist irgendwie ein Strong-Wert, der da raus zurückkommt. Hier steht Strong Ordering. Und den lasse ich generieren, weil er soll einfach die Datenelemente miteinander vergleichen. Auf der Ebene gibt es ja gar nicht zu beachten. Und wenn er diesen Operator hat, dann kann er auch alle anderen Operatoren daraus herleiten. Sprich, er fängt auch an und sagt, ich habe einen Ist-Gleich-Ist-Gleich-Operator, ich habe einen Ungleich-Operator, ich habe einen Kleiner, ich habe einen Größer-Operator, ich habe einen Kleiner-Gleich, ich habe einen Größer-Gleich-Operator. Das macht er, weil das haben wir ihm über dieses Default hier gegeben. Ich muss nur den Spaceship-Operator entsprechend umsetzen. Das funktioniert aber nicht für die nächste Zeile. Das ist die Krux daran, man versteht, wenn man S-Finai versteht. Weil S-Finai muss ja versuchen zu instanzieren. Es muss also benutzt werden zu dem Zeitpunkt, wenn er die Klasse zusammenbaut. Er muss es für sie erkennen. Und statt diesen Requires kann ich jetzt auch hingehen und kann diesen Operator nur aktivieren, wenn es eine Abweichung gibt. Und das machen wir mit dem EnableIf. Das heißt, dieser Operator erscheint nur, und zwar für den konkreten Typ. Daraus wird nicht ein Operator erzeugt, sondern entsprechend des Bedarfs, die ich wirklich benutze, können da auch mehrere Operatoren daraus entstehen. Also einmal für Winkelmaß, einmal für dafür, einmal und so weiter. Das ist ja ein Template. Das, was wir schreiben, ist also eine Blaupause. So, und jetzt gehe ich hin und sage, dieser Operator, der kriegt einen MyAngel mit einem Typ und einer Kind, aber das ist nicht, muss nicht das Original sein. Deswegen definiere ich mir das wieder als Template und definiere mir hier jetzt einfach einen Other Kind und einen Other Type.
Und weil ich im Spielen oft den Typ nicht wechseln will, aber den Kind wechseln, wahrscheinlich häufiger. Ich will mit Doppelwerten rechnen und möchte einmal Bogenmaß und einmal Winkelmaß haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das eine mit Doppel und das andere mit Float rechnen will, ist relativ gering. Deswegen hier an dieser Stelle kann ich den Template-Parameter von meinem Klassentemplate auch als Default-Parameter von meinem Funktionstemplate, weil das ist ja nachgeordnet, entsprechend verwenden und kann nur mit dem anderen Typ entsprechend agieren. Ich kann also hingehen und kann sagen, ich möchte jetzt nur einen Vergleich machen von Gradien und normalen Winkelmaß. Und jetzt aktiviere ich das über S-Finai, über diese Regel und sage enable if. Wenn der Kind ungleich dem Kind ist oder mein Typ ungleich dem Typ ist. Hier stecken wirklich Enum-Werte hinter, deswegen kann ich ganz normal wie im Programm, wie mit normalen Variablen hingehen und kann sagen, ist gleich ungleich oder gleich oder kleiner, größer. Schlag mich tot, kleiner, größer macht beim Enum eigentlich relativ wenig Sinn. Das ist ja ein Enum, es könnte aber auch ein Int-Wert sein. So, und insofern, hier sind es wieder Typen. Typen kann ich nicht so ohne weiteres vergleichen. Dafür brauche ich dann natürlich die Typerkennung, Type-Threads, die da sind. Und das IS-SEM sagt, ist Asset Type derselbe Typ wie Type. Und wenn das ungleich ist, dann wird das Ganze aktiviert. Also es reicht aus, wenn das entsprechend eine der Bedingungen erfüllt ist. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, aktiviert er das mit dem Rückgabewert bool. Deswegen steht hier dieses Trailing. Das hat nichts mit dem enable if zu tun. Das kann in vielen Kontexten verwendet werden, sondern das ist die Klassifizierung dieses Autos auf den konkreten Typ. Das heißt, der Rückgabewert dieser Funktion wird für diesen Fall als bool definiert. Eine Gleichheit, also der Spaceship-Operator gibt ein Strong Ordering zurück. Ein Spaceship-Operator kann ich auch überschreiben, nur dann müsste ich trotzdem jeden anderen Operator überschreiben. Weil ich kann nicht ein abstraktes Template mit vielen möglichen Typen nehmen und glauben, dass C++ daraus dann auch die anderen Operatoren automatisch generiert. Das macht C++ nicht. Da muss ich also wirklich hingehen und sagen, ich möchte Gleichheit überprüfen, also muss ich einen Gleichheitsoperator per Hand ist es ja nicht wirklich, aber weil ich ziehen natürlich alles auf eine Konvertierung zurück. Das heißt, in der Implementierung von dieser Funktion gehe ich jetzt einfach hin und sage, ich habe ja Konvertierungsfunktionen. Ich habe auch einen Konstruktor, der automatisch konvertieren kann. Also erzeuge ich mir einen Wert, mit dem ich vergleichen möchte und darüber mache ich den Ist-Gleich. Diesen Ist-Gleich-Operator gibt es aber nicht, sondern der ist natürlich für gleiche Typen über dieses Default hier definiert worden. Also da funktioniert die Abkürzung, aber wie gesagt, nicht in dieser Matrix, die da entstehen würde. Es wäre ja Wahnsinn, wie viele Funktionen er auflösen müsste auf gut Glück. Deswegen sagt C++ an dieser Stelle, du kannst zwar hingehen und kannst auch einen Spaceship-Operator überschreiben, aber der Spaceship-Operator erweitert nicht automatisch dieses Grid von möglichen Typen, sondern das muss ich dann gezielt selber gestalten und machen. Die Blaupausen muss ich liefern, das kann der Compiler nicht. Minus ein Follower. Tut mir leid, wenn es zu abstrakt ist. Aber wie gesagt, es ist wirklich wichtig. Also nochmal, ihr müsst es nie tun. Ihr könnt es tun. Ihr könnt suchen, wo ihr es findet. Ihr müsst die Idee haben, dass es geht. Wenn ihr das Interesse daran habt, das zu erreichen, sucht euch ein einfaches Beispiel, spielt das durch, lasst euch nicht entmutigen, wenn es mal nicht funktioniert. Wir sind auf einer Abstraktionsebene jetzt, die man, wie gesagt, wirklich nur mit C++ überhaupt erreichen kann. Wenn ihr bisher Python oder ihr habt Java programmiert oder ihr habt C-Sharp programmiert und ihr glaubt vielleicht, ihr könnt mit C-Sharp alles machen, was ihr mit C++ macht, habt ihr vielleicht bis heute geglaubt. Dann sind wir jetzt auf einer Ebene angekommen, wo wir natürlich weit, weit, weit weg sind von dem, was ihr vielleicht im Durchschnitt habt lernen können. Dass es funktioniert, habt ihr gesehen. Also wir gehen wieder hier an diese Stelle. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Läuft der Debugger noch? Nee, doch eigentlich. Warum löst er jetzt gerade nicht auf? Wir haben das wirklich gesehen. Und wir können dieses Spiel weitertreiben. Wir sehen hier unten jetzt auf die Distanz gerechnet, dass ich hier geschrieben habe, mein Test als Meter sind 1000 Meter.
wieder dran denken, das hatten wir letzte Woche gesagt, ich kann das nur entweder als Long oder Long Long, also als Long Long wirklich, oder als Long Double umsetzen. Deswegen muss der Punkt hier stehen, wenn ich einen String literal einsetzen will. Aber er erzeugt mir wirklich eine Distanz, so wie sie hier steht, aber mit Metern. Also nicht mit Yards, sondern mit Metern. Ich kann natürlich hingehen und kann sagen, ich möchte Test Yards haben. Eine Variable, jetzt ist die Einheit plötzlich Yards. Jetzt kann ich natürlich diese Strecken zuweisen. Ich kann also hingehen und kann meinem Meter den Yards zuweisen. Und auch hier sollte das Ergebnis am Ende ja Gleichheit bedeuten. Dass hier wirklich Gleichheit bei rauskommen muss. Jetzt haben wir aber Ganzzahlwerte mit dem Spiel. Wir haben gesagt, wir wollen das eventuell gegen Ganzzahl auflösen. Das heißt, dieser Gleichheitsoperator ist eigentlich ein bisschen komplizierter. Aber gucken wir uns an, was dabei rauskommt. Gucken wir uns dieses Teil an. Dann ist das gut lesbar. Und ihr seht, wie wichtig hier sprechende Variablennamen plötzlich werden. Weil es hat ja nichts mehr mit den klassischen Typen zu tun. Das Ding ist zwar ein Doppelwert und nicht mehr. Das ist zur Laufzeit nie mehr als ein Doppelwert. Den Vergleich hatten wir. Jetzt gehen wir zum nächsten Vergleich. Dann gucken wir Testmeter. Dann sehen wir, der Debugger löst das Ganze auf und sagt, Testmeter, Distanz ist gleich 1000,00000. Eine Doppelzahl, die da drin steht mit einer 1000. Gucken wir auf Testyard. Dann sehen wir, da steht jetzt plötzlich Distanz immer noch ein Doppelwert, aber der Wert ist gleich 1093,61329833770709. Gleich Kommazahl. Ein ganz anderer Wert. Obwohl hier ein Doppelwert hier steht für zu Runtime, für zu wirklichen Runtime. Wenn der Compiler außen vor wäre, würde da stehen, Double ist gleich Double. Aber weil der Compiler eben diese Umwandlung in den Hintergrund legen konnte, weil das verschiedene Typen sind, die da aufeinander bauen, die zwar als Doppelwert im Arbeitsspeicher erscheinen, aber eben drumherum diese Magie gelegt haben, die wir da jetzt rumgebaut haben, steht jetzt hier wirklich da, in dieser Zuweisung kommt plötzlich was anderes raus. Und hier haben wir natürlich wieder beide Werte. Hier steht also wirklich 1000 und 1093, irgendwas. Und wir stehen jetzt hier, ich gehe eine Zeile weiter, der Inhalt der Variable Test ist gleich true. Beide Distanzen sind gleich. Also steht da wirklich im Klartext 1000 ist gleich 1093. Und wie gesagt, nochmal, bis Freitag für die meisten von euch wäre das ein Unding gewesen in der Programmierung. In der Realität hätten wir aber die Maßeinheiten gesehen. Da würde ja stehen 1 Kilometer oder 1000 Meter. Weil wir haben ja als Maßeinheit hier Meter definiert. Wir haben ist der, ja, 1000 Meter. Also Maßeinheit war als Meter definiert. Hier war die Maßeinheit als Yard definiert, weil in Wirklichkeit steht also hier, 1000 Meter ist gleich 1093 Yard. Und das ist richtig. Nur können das alle anderen Programmiersprachen nicht. Nicht zu Kompilierzeit aufgelöst, in Typen so verborgen, wie es hier hintersteckt. Wie gesagt, es würde immer auf Kosten der Laufzeit gehen. Natürlich, nochmal, ich kann eine Zahl nehmen, kann eine Struktur draus machen, kann ein Enium dazusetzen. Dann würde ich aber meine Entfernung schon immer mit einem Int-Wert und einem Doppelwert speichern und könnte jetzt hingehen und könnte im Vergleich sagen, wenn die Einheit das ist, mach das. Ansonsten, das würde aber alles zur Laufzeit passieren. Wir haben das aber nochmal in den Compiler hineingelegt. Und auch dieser Ist-Gleich-Befehl, der hier steht, ist ja eine Compiler-Blaupause. Und wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, myDistance, der Ist-Gleich-Befehl, gucken wir uns den mal an. Der Gleichheitsoperator. Dann sehen wir, dass wir hier das umgekehrt gemacht haben. Also auch das können es von der einen Seite sehen, von der anderen Seite hingehen. Ich hatte ja schon gesagt, natürlich kann ich hingehen und kann den Spaceship-Operator auf diese Art und Weise implementieren, dass ich sage, da mache ich ein Template draußen. Ich gehe jetzt also hin und sage, bei Gleichheit vergleiche ich mit unterschiedlichen Datentypen. Wichtig ist, wenn das ein Floating Point ist, wenn das eine Gleitkommazahl ist, dann kann ich ja nicht wirklich auf Gleichheit. Ich habe ja Rundungsdifferenzen. Ich habe auf jeden Fall Rundungsdifferenzen. Weil ich rechne ja mit Gleitkommazahlen um. Also 1000 Meter mal irgendwas, das sind Gleitkommazahloperationen, die unendliche Stellenanzahl hinten dran haben. Wenn ich jetzt auf Gleichheit vergleichen würde, wäre das katastrophal. Deswegen haben wir alle gelernt, wenn wir Gleitkommazahlen haben,
dann müssen wir natürlich hingehen und sagen, pass mal auf, für eine Gleitkommazahl, da vergleichen wir nicht wirklich auf Gleichheit, sondern da bilden wir die Differenz davon den Absolutbetrag. Und der muss kleiner als Epsilon sein, als unsere Rechengenauigkeit. Und wenn er in diesem Epsilon-Bereich liegt, dann sind die beiden Werte gleich. Und was anderes steht hier ja gar nicht drin. Wenn das eine Gleitkommazahl ist, wenn das true ist, zur Kompilierzeit, dann nehme ich mir hier ein Static Const Double mit rein. Also einmal initialisiert, 1 hoch e minus. Also 6, ab der sechsten Stelle ist für mich gleich. Dann habe ich die Funktion fabs mit c++, übrigens auch eine Const-Expression-Funktion, glaube ich, und sage Distanz minus Asserdistanz ziehe ich ab. Und wenn das kleiner ist als Epsilon, dann gebe ich dieses Strong Ordering Equal zurück. Obwohl es eigentlich nicht Equal ist, aber das ist mir eigentlich völlig egal. Ansonsten, nur ansonsten, wenn ich nicht in diesem Epsilon-Bereich bin, gucke ich, bist du kleiner, dann gebe ich Strong Ordering Less zurück. Oder bist du größer, ansonsten bist du größer, weil Gleichheit habe ich ausgeschlossen. Kleiner bin ich ja nicht, also ist das else hier greater. Und damit habe ich jetzt mir diesen Operator hier definiert, sowohl für ganze Zahlen, weil da macht er es direkt. Das macht er jetzt gar nicht. Das heißt, ich muss hier natürlich noch... Ach doch, da ist es doch. Schon Schreck gekriegt. Dieses else hier ist ja, wenn es eine Ganzzahl ist, dann mache ich das, was er standardmäßig machen würde. Dann nutze ich den Spaceship-Operator zwischen diesen Datentypen. Und das ist entweder ein Double oder ein Long-Double oder ein... Quatsch, das ist entweder ein Int. Das kann ein Char sein, das kann Int sein. Das kann Long sein, das kann Long-Long sein. Und das jeweils noch mit einem Unsigned dazu. So, und die haben alle einen Starship-Operator. Den kann ich natürlich an der Stelle auch verwenden und sage, in dem Fall nutze einfach den normalen Ganzzahlvergleich, weil die Typen müssen ja auf jeden Fall gleich sein. So, und jetzt kann ich die Abweichung definieren und hier habe ich jetzt nicht eingeschränkt, sondern einfach gesagt, egal, wenn diese Typen unterschiedlich sind, dann mach dann, nimm den, also wandel ihn um in den entsprechend passenden Wert und dann kann ich den Spaceship-Operator nehmen, das ist ja dieser, den ich hier habe und damit sorge ich dafür, dass wenn es eine Gleitkommazahl ist, dass ich mit Epsilon checke und sage, bist du gleich, wenn du in diesem, also wenn die beiden so dicht aneinander sind, dann sind sie für mich gleich. Oder bist du kleiner oder größer und damit habe ich das Problem gelöst. Und dadurch kommt eben auch mit der eventuellen Rechenungenauigkeit, die wir hier haben. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht, wenn man es in der Übertragung sieht, weil wir sind ja schon 1, 2, 3, 4, 5, ganz viele Nachkommastellen, die da hinten dranhängen durch die Rechenoperation, dass da eben wirklich eine Rechenungenauigkeit drin ist, dass das nicht hundertprozentig übereinstimmt, das ist natürlich sehr groß als Wahrscheinlichkeiten. Damit habe ich, wie gesagt, mir meine Welt geschaffen. Das ist das, was wir, ich werde es in der Woche vorbereiten, dass wir Freitag eben jetzt wirklich eine Angel-Klasse haben, wir haben eine Distance-Klasse und wir haben geografische Punkt-Klasse. So, und jetzt gehen wir in die nächste Ebene rein. Jetzt wird es kurzzeitig ein bisschen einfacher. Für alle, die jetzt gedacht haben, der ganze Tag ist versaut, wir haben jetzt 2 Stunden nur noch hochabstrakte Typumwandlungen und Ähnliches gesehen. Die gute Nachricht, jetzt wird es kurzzeitig tatsächlich einfacher. Wir hatten es ja auch gesagt, unsere Systemschichtobjekte sollen eigentlich relativ einfach aussehen. Also desto einfacher die sind, desto besser ist es. Insofern, klar, ich bleibe beim Template. Das Erste, was ich lösen möchte, ist, ich habe eine Winkelangabe in diesem Sexagezimalformat. In der 60er-Teilung. Das kennen wir alle. Unsere Uhrzeit ist ja auch so ein Format. Und wenn wir jetzt rechnen wollen, dann müssen wir ja von einer Stunde und 30 Minuten müssen wir auf 1,5 kommen. Das heißt, wir müssen diese 30 Minuten irgendwie zu 1,5 machen. Also aus einer Stunde 30 schreiben wir nicht 1,3, sondern wir würden ja 1,5 schreiben. Weil auch die Zeit rechnen wir in diesem Sexagezimalformat. Und Winkel können wir genauso angeben und werden wirklich in ganz vielen Fällen, gucken wir mal und sagen Berlin Wiki, dann haben wir hier die Wikipedia-Seite und dann gucken wir mal hier
Da steht's. Hm? Das ist, da steht nicht 32, irgendwas, sondern da steht 52 Grad, 51 Minuten, jetzt mal ohne Sekunden. Berlin ist so groß, hm? Dann kann man mit der Rundungsungenauigkeit ohne Sekunden leben. Nehmen wir uns mal eine kleinere Stadt, nehmen wir mal München. Und gucken auf die Koordinaten. Haben Sie die hier gar nicht mit angegeben? Das ist ja blöd. Eigentlich sieht man die bei den meisten Orten. Nehmen wir mal Potsdam. Haben Sie auch keine geografischen? Früher hat das mal immer schön daneben gestanden. Oder sehe ich sie noch nicht? Aber wie gesagt, wir werden relativ häufig, finden wir tatsächlich Breitenangaben in diesem alten Format. In diesem alten Format ist verkehrt, das ist einfach nur ein anderes Format. Das ist genauso, wie wir Zahlen ja in Dezimal darstellen können. Wir kennen, wir rechnen und leben ja in der Dezimaldarstellung. Der Computer rechnet sie aber binär. Und genau so muss man das auch verstehen. Das ist dieselbe Zahl, einmal aber eben mit Dezimalform dargestellt und einmal mit dieser Sechsfunktionsform dargestellt. Und da kann ich mir natürlich eine Klasse für bauen. Das soll, muss natürlich oder sollte Ganzzahl sein. Jetzt lässt sich schon wieder darüber streiten. Einige würden das hier auch als mögliche Gleitkommazahl, um genauer zu werden, dass die Sekunden gar nicht mehr 60 Sekunden sind, sondern 60, irgendwas Sekunden sind. Damit erhöhe ich automatisch die Genauigkeiten. Also wenn ich Kommastellen hinten zulasse, ich will es einfach halten. Für mich ist das wirklich ein Triple aus Ganzzahlen. Das kann aber, wie gesagt, ein Short sein, ein Int sein, ein Long sein. Das will ich gar nicht festlegen. Es muss für mich nur eine Ganzzahl sein. Deswegen wieder das Spiel, was wir vorneweg ja auch gemacht haben. Ich definiere mir hier einfach meinen Integralparameter dafür und sage, das ist entweder ein Integral oder nicht entweder, es ist ein Integral, aber es ist eben kein Boolean. Und diesen Typ verwende ich hier. Das ist aber die einzige Stelle, wo das Tupel wirklich als, oder wo das Template wirklich als Template auftaucht. Das ist also ein klassisches, einfaches Klassentemplate, was ich hier baue. So, jetzt kann ich natürlich als erstes hingehen und kann sagen, ich baue mir einen Stream-Operator, den baue ich als Friend hier rein. Nichtsdestotrotz nutze ich hier schon die Methoden, die Selektoren der ganzen Geschichte. Das heißt, dass hier ein Tupel hinterliegt, das kann ich, muss ich gar nicht mehr wissen. Ich habe es auch nicht als Datenelement gespeichert, sondern wirklich in die Vererbung hineingespeichert und habe es sogar public gemacht. Das heißt, das Ding kann sich auch nach draußen wie so ein normales Tupel noch verhalten. Ich könnte auch die Vererbung an dieser Stelle protected machen, nur als Beispiel, und sagen, dann könnten alle abgeleiteten Klassen noch auf das Tupel zugreifen, gezielt auf das Tupel zugreifen, aber für alle Klassen außen oder für alle Ebenen außen wäre es verschwunden, oder ich mache es sogar als private, dann kann ich selber in dieser Klasse auf diese Basisklasse zugreifen, aber nirgendwo anders. So, aber das spielt, wie gesagt, keine Rolle, weil ich habe hier an dieser Stelle ja die Selektoren geschrieben, da sind sie, ich habe die Selektoren geschrieben und habe gesagt, okay, wenn ich die Gradinformationen haben möchte, dann gehe an das Get 0, Minuten Get 1 und Sekunden Get 2. Und genauso habe ich Manipulatoren geschrieben und habe gesagt, ich habe einen Manipulator, dem ich einen Wert übergebe. Die sind natürlich nicht const, weil die ändern ja den inneren Status an der Stelle. Und ich schreibe das an die Elemente Get 0, Get 1 und Get 2. Das heißt, nur in diesen 6 Zeilen taucht dieses Tupel überhaupt auf. Wenn jetzt jemand sagt, mit den Tupeln, und ich brauche wirklich Funktionen, die dazugehören, macht es auf diese Art und Weise. Und auch hier wieder den Unterschied zu anderen Programmiersprachen. Es tut einem schon weh, dass man das wiederholen muss. Das hier sind implizite Inline-Methoden. Implizite Inline-Methoden. Diese Methode wird nie, die existiert nie als Methode. Sie prüft. Ich habe die komplette Typsicherheit, alles, was ich mir irgendwie überlegen kann. Für die Manipulatoren hier kann ich natürlich auch einbauen, dass ich hier eine Prüfung mit drin habe und sage, weil darf nicht kleiner sein als 0 und darf nicht größer sein als 60. Obwohl bei Grad als 360.
Ich kann auch sogar überlegen und sagen, wenn das 365 ist, dann geh auf 5 zurück. Also nimm die Zahl und teile die Modulo durch 360 und nimm das Modulo-Ergebnis. Weil damit erreiche ich, dass wenn es einen Überlauf gibt, dass ich nicht in diesen Überlauf reingerate. Ich kann auch eine Minutenzahl, wenn sie größer ist, einfach die Gradzahl erhöhen. Und sagen, wenn ich jetzt mit 65 Minuten komme, dann speichere das als 5 Minuten und erhöhe die Gradzahl um 1. Das kann ich hier alles reinlegen. Das ist überhaupt keine Magie. Das ist auch nur eine Sache von 5 Minuten, dann ist es erledigt, wenn ich das hier mit reinschreiben will. Und ich habe einen komplett sicheren Typ. Aber technisch gesehen ist es nichts anderes als dieses Tupel mit diesen 3 Zahlen. Und diese Funktionen existieren nur für den Compiler. Die existieren nicht als reale Methode. Es wird nie einen Funktionsaufruf geben, um an diesen Wert zu kommen. Sondern es wird immer dieser Befehl, der hier steht, an die Stelle geschrieben, wo der Funktionsaufruf steht. Weil es ist immer eine implizite Inline-Methode. Und da muss ich bei einer impliziten Inline-Methode, wenn da keine Warnung kommt, dass er das nicht hingekriegt hat, muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Das ist immer ein Makro. Und deswegen können wir 5 Funktionen hintereinander aufrufen. Wenn die Inline-Methoden sind, steht am Ende das, was in der 5. Methode steht, an Ort und Stelle und wird ausgeführt. Und nicht die Funktion ruft die Funktion, oder steht wirklich nur das, was da steht. Und das ist wieder, das mag für die meisten von euch nicht in die Köpfe passen, weil ihr eben nicht C++-Programmierer seid, weil ihr Programmieren auch mit anderen Sachen gelernt habt. Und für euch ist eine Funktion eben eine Funktion. In C++ heißt implizite Inline-Methode, nimm diesen Code, der da steht, prüfe, ob der Wert stimmt, wandle den Wert gegebenenfalls um, der da als Parameter kommt, aber dann nimm diesen Funktionsrumpf und setz ihn an die Stelle und führe ihn aus. Und deswegen ist C++ so schnell. Deswegen ist es um Äonen weg von allen anderen Sprachen. Weil das ist eben. Nur denkt ihr auch wahrscheinlich immer noch ganz oft, ach, das ist jetzt ein Funktionsaufruf. Nein, es ist ein Makro in dem Moment. Und das, wie gesagt, sogar noch mit einem variablen Typ, aber das ist der Typ, der von oben kommt. Also wir haben nur ein Klassentemplate. Und jetzt kann ich natürlich, das hatte ich ja auch gesagt, die beste Stelle für die Umsetzung. Dieses Ding kann ja quasi als Dezimalzahl dargestellt werden. Das, was Sie gesehen haben, Berlin liegt bei so und so viel Grad, so und so viel Minuten, so und so viel Sekunden, kann ich ja auch eine Dezimalzahl umrechnen. GPS-Geräte würden ja nur die Dezimalzahl kennen. Jetzt kann ich natürlich an ganz vielen Stellen anfangen zu rechnen. Aber wenn ich sage Selektoren, dann gehört hier auch ein Selektor zu, der das liefert. Das heißt, ich definiere mir hier einen Selektor Degree as Dezimal. Nun ist es so, ich habe 3 Int-Werte. Ich habe einen Grad, Minute, Sekunde, alle als Ganzzahl. Das Ergebnis von dieser Funktion muss auf jeden Fall eine Gleitkommazahl sein. Ansonsten hätte ich ja nur die Gradzahl, die übrig bleiben würde. Die Nachkommastellen würden ja verschwinden. Ich muss also auf jeden Fall eine Dezimalzahl. Jetzt könnte ich jetzt hier hingehen und könnte sagen, dann nehme ich ein Doppel. Dann würde diese Funktion immer Doppel zurückliefern. Aber auch hier kann ich wieder hingehen und kann sagen, die Festlegung will ich doch gar nicht treffen. Der Nächste, der diese Klasse verwendet, der rechnet mit Long Double. Und jetzt komme ich mit Double, weil ich die eine Umwandlung drin habe. Die wird dann zwar auch wieder zum Long Double, aber ich habe ja Genauigkeit verloren. Und der Nächste, der möchte das richtig schnell haben, den interessiert Genauigkeit, der rechnet mit Float. Trotzdem würden wir ja dann mit Double kommen und müssten diese Double-Zahl wieder wahrscheinlich sogar mit einer Warnung oder mit einem Static Cast runterbrechen und sagen, eigentlich viel zu viele Bits. Wir wollen hier nur eine Float-Zahl haben. Oder ich gehe hin und sage, definieren wir hier doch einfach ein Konzept und sagen, das ist ein Floating Point. Standardmäßig ist es ein Double, wenn nichts angegeben wird. Ich kann diese Funktion also ganz normal aufrufen, die Queries ist dezimal und die liefert ein Double zurück. Oder ich kann hingehen und kann sagen, ruf die Funktion Degrees S Dezimal auf, Spitze Klammer Float, Spitze Klammer zu, Klammer. Und das, was er mir jetzt zurückliefert, ist plötzlich eine Float-Zahl. Oder eben nicht Float, sondern Long Double, dann liefert er mir eine Long Double Zurückzahl. Oder wie gesagt, ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob es im C++ 23 Standard schon drin ist, ich habe es noch nicht gelesen. Im C-Standard ist es ja schon drin, diese Float 128 Zahl. Dann habe ich plötzlich noch eine größere Genauigkeit. Und kommen entsprechend zurück. Damit das Ganze warnungslos funktioniert, muss hier auf jeden Fall ein Cast drin sein.
Weil ich habe ihn ja von außen definiert und gesagt, ich nehme diesen Typ. Ich weiß, da könnte, aber ich nehme trotzdem diesen Typ. So, und jetzt zählen natürlich wieder die normalen Rechenregeln. Seconds liefert mir zwar eine Ganzzahl zurück, aber durch 60,0 ist auf jeden Fall eine Gleitzahloperation. Und genauso wie meine, also Minuten durch, also die Summe dann mit plus Minuten und das Ganze wieder durch 60,0 ist auf jeden Fall eine Ganzzahloperation. Liefert also im Zwischenstep auch eine Ganzzahl, eine Gleitzahloperation, liefert also im Zwischenstep auf jeden Fall eine Gleitzahl. Und damit ist natürlich auch das plus Degrees hinten, wenn die Gradzahl zum Schluss rangehängt wird, auch Gleitzahl plus Ganzzahl, auf jeden Fall die Gleitzahloperation. Und wie gesagt, hier wird es in den passenden Wert zurückgestrippt, ohne Warnung, weil einmal zentral auf jeden Fall ein Static Cast gemacht wurde. Das heißt, ich als Programmierer habe dem Compiler gesagt, ich weiß, an dieser Stelle kann es ein Problem geben. An dieser Stelle kann halt das zum Über- oder Untergenauigkeiten führen. Aber das nehme ich in Kauf, weil es wird dann genau mit diesem Wert zurückgeliefert. Ich könnte dieses ganze Teil mir hier übrigens auch klemmen. Könnte ich das? Nee, kann ich nicht. Auto würde ja auf jeden Fall das falsch zurückliefern. Aber nochmal, Floating Point ist ein Constraint, muss auf jeden Fall eine Gleitkommazahl sein. Das heißt, das Ergebnis von dieser Funktion muss auf jeden Fall eine Gleitkommazahl sein und ist eben die richtige Gleitkommazahl. Und genauso ist natürlich die umgekehrte Richtung. Jetzt kann ich wieder denselben Namen verwenden. Warum soll ich einen neuen Namen geben? Ohne Parameter ist es der Selektor, mit Parameter ist es der Manipulator. Ich möchte dieses Konstrukt jetzt natürlich auch mit einer Gleitkommazahl speisen können. Das heißt, ich möchte umrechnen können vom Dezimalgrad in ein, ich muss es wirklich lesen, Sexagezimal, in ein Sexagezimal, Darstellung des Grads. Diese Umwandlung, die verberge ich damit hier auch und sage, jetzt ist es ja der Manipulator, der als Dezimal kommt, auch wieder mein Template, wieder mein Konzept, Floating Point, was ich hier verwende. Es muss also eine Gleitkommazahl sein, mit der ich komme. Ich lege aber nicht fest, welche das ist. Es muss nur eine der Gleitkommazahlen sein. Der Rückgabewert ist auf jeden Fall, das ist natürlich Wahnsinn, das ist auf keinen Fall ein Const, das ist Copy and Paste. Hier oben ist es Const gewesen, die darf natürlich nicht Const sein, das ist ein Manipulator. Jetzt nehme ich mir einfach einen Zwischenwert, eine Grad. Zahl mit 0 initialisiert und jetzt kann ich hingehen und kann sagen, okay, Dezimalschreibweise, die Gradzahl, da muss ich nur abschneiden. Floren. Also ich schneide das Ganze ab und sage 60,5 Grad ist der Gradanteil auf jeden Fall 60, das ist ein typisches Flor, also abschneiden. Dann ziehe ich von meinem Temp einfach die Grade ab. Dann multipliziere ich die mit 60, mal ist gleich 60. Mein Paramtype, eine Dezimalzahl, ist ja auf jeden Fall eine Dezimaloperation, also muss ich hier nicht 60,0 schreiben. Jetzt hole ich mir von dem Wert die Minuten. Auch wieder rausgeschnitten, abgeschnitten. Also, während es immer oben drauf kommt, ist es immer ein klassisches Floor. So, und wenn ich bei den Sekunden ankomme, da hat C++20 tatsächlich auch eine Rundungsfunktion mit, ich glaube, ab C++20 dazugekriegt. Die steckt, ich denke mal, in der Numerik mit drin. Die rundet auch richtig, die rundet also auch zur nächsten geraden Zahl, also mathematisch, wie wir runden würden, also nicht nur immer auf oder ab. Negative Zahlen werden in die eine und positive Zahlen werden in die andere Richtung auf- und abgerundet. So, und damit habe ich die Sekunden. Das heißt, hier ist meine Umwandlung einmal zentral abgelegt. Mit Hilfe von dieser Funktion kann ich das jetzt jederzeit umwandeln. Und ich könnte jetzt mir natürlich auch einen Konstruktor schreiben, habe ich wahrscheinlich auch. Hier oben ist er. Ich schreibe mir jetzt auch einfach einen Konstruktor. Initialisiere meinen Winkel normal, das ist sogar eine Überdefinition. Und jetzt rufe ich einfach diesen Manipulator auf und übergebe die Dezimalgrad. Das heißt, ich kann aus einer Gleitkommazahl, auch immer wenn an der Stelle diese Gradangabe gefordert ist, kann ich aus einer Gleitkommazahl immer eine automatische Umwandlung machen. Und ich kann jetzt natürlich auch wieder hingehen und kann sagen, okay, und das kann ich wieder als Template machen. Ist so faszinierend. Also das ist wirklich, wenn man sich das überlegt, was da eigentlich steht und das mit anderen Programmiersprachen vergleicht, dann müsste man auf die Knie fallen und müsste Gott danken, dass er C++ uns gegeben hat.
Weil auch das kann ich wieder völlig typfrei gestalten und trotzdem typsicher. Das ist der Irrsinn. Wir sind zu 100% typsicher. Da wird nichts zur Laufzeit gemauschelt. Und trotzdem erzeugen wir eine wohldefinierte Typfreiheit. Wohldefiniert. So, weil jetzt definiere ich über dieses Template und sage, wenn ich das in einem Doppel umwandeln will oder zum Float umwandeln will oder irgendwo an der Stelle wird ein Long-Double gebraucht, dann kann der Compiler alleine diese Umwandlung durchführen, weil wir ihm die Conversion mitgegeben haben. Und wieder für diesen Parameter-Type, der ihm hier übergeben wurde, das muss vom Konzept Floating Point sein, gilt dann einfach natürlich diese Funktion, die wir schon geschaffen haben, die einfach aufgerufen wird. Und die kann natürlich keine Referenz zurückgeben, weil wir haben keinen Teil, wo die Adresse drauf sich verweisen könnte. Wir können es nur als Wert zurückgeben, was aber nicht weiter tragisch ist an der Stelle. Und natürlich ist das eine Einbahnstraße. Wir können dann, wenn wir eine Umwandlung gemacht haben, als Wert eine Umwandlung, gibt es keine Beziehung, keine Verknüpfung mehr zu unseren wirklichen Variablen. Das ist eine isolierte Welt, die plötzlich auf der anderen Seite ist. Also können wir auch nicht mehr zurück, muss auch dieser Operator const sein. Das heißt, er darf nur dann eingesetzt werden, wenn auf der anderen Seite tatsächlich das const erfüllt ist. Und auch da sorgt unser Compiler für. So, damit haben wir eine relativ übersichtliche Klasse geschaffen. Ich habe hier jetzt bewusst, ich habe es ja gesagt, ich habe mal gesagt, eigentlich ist das ein kanonischer Fall, wo man sehr gut zeigen kann, warum dieses Case in C++ oder das Switch in C++ so ist, wie das Switch ist. Ich mache hier einfach mal ein paar Fenster zu, auch machen wir es kleiner. Warum das Switch in C++ ist, wie es ist. Ich habe auch bewusst nochmal die Range-Bibliothek genommen. Wir haben jetzt eine Eingabe. Ich will jetzt nicht nach unten rollen. Ich habe irgendwo im Text stehen 12 Grad, Leerzeichen, 11 Minuten, also Strich, 30 Sekunden. Und das möchte ich in meinen umwandeln. Ich möchte aus diesem String was meinen Triple machen. Jetzt kann das allerdings auch sein, dass da 12 Grad ohne Leerzeichen die Minuten, Anführungsstrich für die Minuten, also kein Leerzeichen die Sekunden, Anführungszeichen, doppelter Strich für die Sekunden steht. Also keine Leerzeichen zwischen sind. Das sind alles gültige Eingaben. Ich kann auch nur das Triple stehen haben. Also 12, Leerzeichen 30, Leerzeichen 40. Allerdings mit Leerzeichen getrennt. Das sind für mich die gültigen Strings, die ich lesen möchte. Und jetzt kann ich wieder überlegen, wie kriege ich das Ganze. C++ ist ja so furchtbar kompliziert und Katja, machen Sie auf der Hardware. Es macht sogar Sinn, das auf der Hardware zu machen. Wir können auch viele Dinge natürlich sehr hardwarenah umsetzen. Wir können allerdings auch sehr hohe Abstraktionen verwenden. Deswegen habe ich an dieser Stelle einfach mal gesagt, okay, machen wir es mal mit der Range-Bibliothek. Machen wir mal C++ 20 an der Stelle. Leider habe ich keine Boost-Bibliothek zur Verfügung hier. Das war ja eine bewusste Entscheidung, dass wir Boost rauslassen. Deswegen muss ich mir so ein Hilfskonstrukt Special Char schaffen. Das mache ich als Lambda-Funktion, als Static Lambda-Funktion. Das heißt, die wird beim ersten Aufruf erzeugt, dann bleibt sie stehen im Heap als Funktion, steht zur Verfügung, wird danach nur noch benutzt. Und dieses Special Char gibt zurück, wenn es dieses komische Zeichen ist, also Grad, dann True. Oder wenn es dieses Zeichen ist, Minuten, dann gibt er True zurück. Oder Sekunden, dann gibt er True zurück. Wenn ich die Boost-Bibliothek verwende, die hat sowas wie AnyOf, heißt das, glaube ich. Da kann ich also hingehen und kann diese Sache über dieses AnyOf zusammenstricken. Und dann brauche ich diese Funktion nicht. Aber das kennt der C++-Standard leider noch nicht. Ich hoffe mal, dass sie das bald nachholen. Also es ist schon so, dass Boost immer noch deutlich mehr kann als C++, obwohl C++ natürlich viele dieser Bibliothekserweiterungen aus der Boost-Welt holt. Aber ich schreibe mir hier eine Funktion Special Char, die liefert für einen dieser drei Buchstaben dieser Zeichen True zurück. Die kann ich beliebig anpassen. Wenn ich jetzt komme und sage, Semikolon, setze ich auch auf 0 zurück. Wenn dann Semikolon drinstehen sollte, vielleicht schreibt einer 12, Semikolon, 30, Semikolon, 10. Dann muss das Semikolon einfach auch zum Leerzeichen gemacht werden. Oder da steht ein Komma. Dann soll das Komma auch. Das kann ich für mich, für meine Bedingungen relativ gut anpassen. Und es ist ein Einzeiler. Also schöner wäre es mit diesem Boost AnyOf. Also irgendeiner der. Aber was nicht ist, ist nicht. Da muss ich mich auch darüber beschweren, sondern ich schreibe mir diesen Einzeiler. Jetzt komme ich hier mit dem String, der ist konstant. Da kann ich nichts mit anfangen. Ich will aber was ändern. Also lege ich mir hier einfach eine Kopie an.
Ich könnte auch mit dem String View kommen, mit dem könnte ich auch nichts anfangen, weil ich nicht wüsste, wie er das Ganze abspeichert an dieser Stelle. Deswegen an dieser Stelle wirklich zu sagen, okay, ich erzeuge eine Kopie, ich beiße in den sauren Apfel hinein und erzeuge hier an dieser Stelle wirklich eine Kopie, mein String Input, der das entsprechend verarbeiten kann. Und jetzt gehe ich hin und mache einfach, und das ist C++ Standardbibliothek, ich habe ein replaceIf. Ich nehme diesen Input-Bereich von Beginn bis Ende, das hätte ich auch mit dem Range machen können, dann hätte ich auch nur Input schreiben können. Denke ich mal, das funktioniert sogar, können wir einfach mal ausprobieren. Wenn wir sowieso die Range-Bibliothek haben, dann schreiben wir einfach Standard Range Doppelpunkt. Sieht es noch ein bisschen übersichtlich aus. Ein Range ist eigentlich immer eine Paarung von Beginn und End. Oder irgendwo zeigt auf den Beginn und irgendwo zeigt auf das Ende. Das ist im Sinne der Range-Bibliothek von C++ ein Range. Mehr steckt da gar nicht hinter. Und wenn ich Ranges habe, dann muss ich eben nicht Beginn und End angeben, sondern gebe ich den Range an. So, das heißt, mit dieser einen Zeile habe ich jetzt aus meiner Zeichenkette alle Zeichen, die hier sind, durch ein Leerzeichen ausgetauscht. Ich muss sie auch durch ein Leerzeichen austauschen. Ich darf sie nicht löschen. Weil es könnte ja auch, hatte ich ja gesagt, da könnte ja stehen 12 Grad, Leerzeichen. Dann könnte ich das Grad rauslöschen. Es könnte aber auch stehen 12 Grad, 30 Minuten, ohne Leerzeichen. Wenn ich jetzt das Grad rauslöschen würde, dann würde da 1230 stehen. Das will ich ja nicht erreichen. Deswegen sage ich, okay, löschen kann ich es nicht. Ich ersetze einfach die Zeichen, die mich stören. Und dieses Gradzeichen ist ein echt blödes Zeichen, weil es liegt nämlich oberhalb vom Char. Also mit eins von diesem erweiterten ASCII-Zeichen, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Und insofern habe ich die einfach alle durch ein Leerzeichen ausgetauscht. Ich habe aber jetzt eventuell mehr Leerzeichen hintereinander stehen. Wenn da 12 Grad Leerzeichen stehen, habe ich jetzt 12 Leerzeichen Leerzeichen stehen. Auch das muss ich bedenken. Also einfach nur, jetzt initialisiere ich mir meinen Sys, mich selber, einfach mit 000. Mein Ding ist ja ein Tupel, meine Klasse. Also kann ich das natürlich als Tupel initialisieren. Das heißt, meine ganzen Teilwerte haben jetzt Nullen. So, und jetzt gucken wir uns nur diesen Bereich bis zu diesem Semikolon an. C++17 bietet mir die Switch-Anweisung und die If-Anweisung, aber auch die Switch-Anweisung ja mit der Möglichkeit, eine Initialisierung zu machen. Das heißt, ich kann initialisieren und dann prüfen. Und das steht hier hinten. Also eigentlich steht hier, ich kann diesen Teil hier vorziehen und dann würde hier stehen Switch, red.size. Vor diesem Semikolon steht aber eine Initialisierung, die nur für die Switch-Schleife gilt. Das heißt, die Sichtbarkeit dieser Variablen ist eingeschränkt auf die komplette Switch-Anweisung. Was ein ganz großer Vorteil ist, weil wenn ich es davor gezogen hätte, dann würde das ja ab da bis zum Ende des Blockes gelten. Das könnte noch verdammt lang sein. In diesem Fall jetzt nicht, aber kann natürlich eine Funktion sein. Ich bin mit meinem Switch sehr weit oben, habe die Initialisierung rausgezogen, dann ist in dem kompletten Block existiert diese Variable. Sie muss im Speicher gehalten werden und sie kann zu Problemen führen. Ich kann ja mit dieser Variablen versehentlich einen Namen nochmal verwenden oder einen anderen Namen für irgendwas und dann doch verschrieben und dann doch wieder diese Variable genommen. Hier ist die Lebensdauer der Variablen red auf die Switch-Anweisung reduziert. Danach existiert die einfach nicht. Weder im Speicher noch kann ich darauf zugreifen. Und immer vom Scope her denken. Das heißt, mein Red, und jetzt nehme ich natürlich die Range-Bibliothek und sage, okay, ich habe hier einen Input, das ist ein String. String ist für mich echt blöd, also mache ich wieder ein String-View da drauf. String-View mache ich durch die, brauche ich ja eh einen Range, also gehe ich auch von Beginn bis End. Mein kompletter String ist mein Range, der als String-View interpretiert wird. Jetzt kann ich über das Pipe hingehen und sagen, okay, teile das nach Leerzeichen. Also das geht auch in C++. Das ist ein Mythos, dass wir alles so furchtbar hardware-nah programmieren müssen. Wir haben natürlich diese Abstraktionen, alle auch. Die kommen Stück für Stück. Einige sind vielleicht noch nicht da, aber es gibt viele, die sind schon seit C++ 98 da. Andere sind mit C++ 11 gekommen. Die Range-Bibliothek, die hier jetzt da ist, ist natürlich erst mit C++ 20 gekommen. Aber dieses Split zerlegt jetzt meine
mein StringView, mein String in Teile mit Leerzeichen. Jetzt kann das natürlich sein, dass zwei Leerzeichen hintereinander stehen. Hatten wir ja. Durch das Ersetzen können tatsächlich zwei Leerzeichen stehen. Deswegen eliminiert er alle leeren Zeichenketten raus. Das mache ich über das Filter. Das heißt, ich sage ihm an dieser Stelle, okay, hast du erstmal zerlegt. Jetzt guck, alle, die leer sind, die schmeißen wir raus. Deswegen hier der Token ungleich empty. Die kommen weiter. Also die, ist die Positivbedingung, weiter in der Verarbeitung kommen nur die, die nicht leer sind. Jetzt mache ich einen Transform, weil ich habe ja einen StringView-Range, der jetzt zurückgegeben wurde. Und ich brauche einen Int-Wert. Ich möchte den Int-Wert ja haben. Dafür kann ich einen Transform ins Spiel bringen. Das heißt, dieser Token hier ist ein StringView-Range. Jetzt gehe ich mal ganz brutal hin. Natürlich kann ich immer noch so wie früher in C programmieren. Ich muss nicht alles in diesem furchtbar hohen abstrakten Level machen. Ich muss da jetzt auch eine Funktion nicht unbedingt suchen, sondern ich sage einfach, okay, nimm dir das erste Zeichen und zieh 0 ab. Dann nimm das nächste, multipliziere das bisherige mal 10, nimm das nächste Zeichen, zieh 0 ab und addiere das oben drauf. Und wenn jetzt noch ein Zeichen kommt, ist ja immer, es müssen Digits sein. Also nur die Zahlen werden auch rausgenommen. Das heißt, komme ich auf das nächste Stelle, dann multipliziere wieder alles mit 10, schiebe das bisher um die 10er Stelle weiter und addiere das entsprechend drauf. Ist natürlich eine irre schnelle Form, eine Integerzahl in eine, also einen String in eine Integerzahl umzuwandeln. Und natürlich können wir auch sowas immer noch in solche hochgradigen Algorithmen einarbeiten. Wir sind jetzt hier mitten in der Verarbeitungspipe. Und trotzdem steht hier das, dass, okay, das würde jetzt nicht C sein, weil das ist das Range-Based über den kompletten Token, dass ich das Zeichen für Zeichen rausholt. Ich könnte das ja auch mit einer Vorschleife schreiben und von I gleich bis Länge. Und ich könnte das also auch noch, das was hier steht, könnte eine echte C-Funktion sein. Und auch hier gehe ich natürlich hin und sage, dieses TY, unser Wertparameter, in dem wir speichern wollen, den kann ich auch an dieser Stelle mittendrin in so einem Lambda-Ausdruck verwenden. Das heißt, draußen Template-Metaprogrammierung, innen drin funktionale Programmierung Lambda. Natürlich passen die auch aneinander und können die entsprechend sich benutzen. Das heißt, dieses TY steht mir zur Verfügung. Er wandelt das also auch wirklich in die Zahl um, die ich erwarte und nicht in irgendwas anderes, was ich später casten muss. So, und als letzten Befehl hänge ich in die Pipe einfach ein Pu an. Das ist jetzt wirklich sogar schon C++23. Das ist nicht mehr C++20, das ist schon C++23. Mit diesem Pu kann ich sagen, mache einen Vektor daraus. Das heißt, dieses Red ist ein Vektor von Int-Zahlen. Findet er 3, ist Size 3. Findet er 2, ist Size 2. Findet er nur eine Int-Zahl, ist Size 1. Und jetzt wieder dran denken, das ist natürlich eine Sache, die wir so nur mit C++ machen können. Ich fange von hinten an und sage, okay, wenn du 3 Werte gefunden hast, dann setz den dritten Wert in die Sekunden. Und wir können ja jetzt vernünftig programmieren. Ich habe das noch nie im produktiven System geschrieben. Ich habe es jetzt wirklich nur für dieses Beispiel gemacht. Natürlich haben wir mit, weiß ich gar nicht, C++17, glaube ich, dieses False True gekriegt, um wirklich für die Idioten sichtbar zu machen, da steht kein Break. Was anderes ist das nicht. Das ist für Unterbelichtete das Klarmachen. Da könnte ja bei anderen Sprachen Break stehen. Das ist hier aber kein Fehler. Das Break ist bewusst weggelassen. Das heißt, natürlich will ich weitermachen. Wenn 3 Werte da sind, ist der dritte der Sekundenwert. Wenn nur 2 Werte da sind, dann ist der zweite der Sekundenwert. Aber das ist natürlich auch, wenn 3 da sind. Wenn 3 da sind, dann müsste ich ja sonst hier schreiben, Sekunden, 2, bum, bum, bum. Dann würde ich hier Minuten Grad schreiben und würde ich hier Grad schreiben. Das heißt, ich hätte 3-mal Sekunden und hätte 2-mal Minuten hier stehen. Dadurch, dass wir eben diese Möglichkeit haben, zu sagen, da muss ja gar kein Break stehen. Wir können unsere Algorithmen dahingehend gestalten. Und das macht ganz viel Sinn. Das macht wirklich in 50% der Fälle Sinn, dass da kein Break steht. Das muss man sich immer überlegen. Das ist einfach die Ausnahme der anderen Sprachen, das zu limitieren und zu sagen, die müssen in sich abgeschlossen sein. C++ und auch C haben das nie als Limitierung gesehen. Wir haben immer gesagt, das ist wie ein Einsprung zu definieren. Also in dem Moment, wo ich 3 Werte habe, ist der dritte Wert auf jeden Fall die Sekunden. Wenn ich nur 2 Werte habe, dann ist der zweite Wert auf jeden Fall die Minutenzahl. Und wenn ich nur einen Wert habe, dann ist der erste Wert die Gradzahl. Aber für 3 und 2 ist natürlich der erste Wert auch auf jeden Fall die Gradzahl. Und damit habe ich die saubere Zuordnung. Und wie gesagt, das ist eine Sache, die so nur mit dem C-Switch geht. Und das ist gut so, dass es so ist.
Ich würde mich wirklich begrenzt fühlen, wenn es anders wäre. Und ob das nun besser lehrbar ist, interessiert mich als Programmierer ab einem bestimmten Level auch nicht mehr, sondern ich will Algorithmen schreiben und ich will die Algorithmen lesbar schreiben und übersichtlich und kurz und kompakt schreiben. Ach, unterbelichtet war bös gemeint, sorry. Nein, aber das ist wirklich so. Also C++ ist die ultimative Freiheit, bestimmte Dinge entscheiden zu können und modellieren zu können. Und das ist jetzt nicht auf die Case-Anweisung bezogen, sondern das ist wirklich die Philosophie vieler anderer Programmiersprachen ist, die Sprache muss so gestaltet sein, dass es nur in der einen richtigen Art und Weise geht und alles andere ist falsch. Das steht wirklich in White Papers drin. Ein Programmierer darf bestimmte Dinge, das muss in der richtigen Art und Weise getan werden. Aber wer definiert, was richtig ist? Das ist doch das. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt. Also in der normalen Welt, im Moment regen sich so viele Leute über die Grünen auf und sagen, hier, die machen Verbotspolitik. Aber in der Programmiersprache nehmen wir das alle hin und sagen, es ist schön bequem. Abgesehen davon braucht man die Verbotsmentalität und die haben wir auch so. Also wir fahren ja an der Schule auch nur 30, weil dann Verkehrsschild 30 steht. Da gibt es ja auch ein Verbot, dass wir da 30 fahren. Also unser ganzes Leben besteht ja aus Regeln. Aber wie gesagt, nochmal, wenn freie Fahrt an bestimmten Stellen erlaubt ist, müssen wir entscheiden können. Und es geht eher darum, die Leute so auszubilden, dass sie damit umgehen können, als zu sagen, jetzt fahren wir alle wieder nur noch Fahrrad. Und jetzt nicht aus Umweltgründen oder aus Sicherheitsgründen, weil es gibt ja ein paar da drin, die können nicht richtig Auto fahren und auf die müssen wir ja Rücksicht nehmen. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass alle richtig ausgebildet sind. Und hier sieht man an dieser Stelle wirklich, dass die Switch-Anweisungen jetzt sogar mehrfach gewinnen. Also A, durch die Initialisierung von C++17 kann ich den Scope massiv verkürzen. Das heißt, dieser Vektor, der hier zurückgegeben wird mit den drei Werten, der existiert hiernach nicht mehr. Der ist einfach weg, der wird gelöscht. Was macht er denn jetzt? Habe ich hier irgendwie einen Knopf gedrückt? Beenden. Der ist weg. Aus dem Speicher. Der ist nur für diesen kurzen Augenblick existent. Und danach verschwindet er wieder. Und das sogar bezogen auf unser TY. Weil dadurch, dass das Transform mir hier an dieser Stelle TY-Werte zurückliefert, ich komme, wie gesagt, mit dem StringView, Range sogar noch, also diese Pipes sind nicht ganz ohne, weil es immer Ranged sind, die da zurückgegeben werden, da tun sich einige schwer mit. Aber der Vektor, der hier gespeichert wird, das ist ein Vektor von TY. Weil ich hier im Transform aus diesem Wert den Rückgabewert hier gemacht habe. Und das ist natürlich unser TY, was hier steht. Und natürlich brauche ich eine Variable, da komme ich nicht drum herum, weil ich hier ja wirklich rechne. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und könnte auch sagen, da mache ich einen from chars, benutze ich. Und ich habe bewusst mal Hardcore Bitschieberei, hätte ich was gesagt. Ich habe wirklich mal bewusst jetzt ein altes C-Konstrukt, das ich vielleicht vor 30 Jahren geschrieben hätte, eingebaut an diese Stelle in eine Hochabstraktionsebene der funktionalen Programmierung. Weil das, was wir hier sehen, da gibt es auch einen Namen für, Kombinatoren sind das, ne? Kombinators. Das ist also wirklich funktionale Welt. Das heißt, wir haben jetzt Metaprogrammierung mit Objektorientierung, mit der funktionalen Welt in einen Pott geworfen und haben da was draus gebastelt und haben sogar noch mindestens auf diese Funktion bezogen, so ein bisschen strukturierte Programmierung reingebracht. Das heißt, wir haben ja eigentlich einen Mischmasch von vier Paradigmen stehen. Und wie gesagt, das mit dem Unterbelichten war nicht böse gemeint. Hältst du dich wirklich im Straßenverkehr an die Regeln? Ich habe früher nicht volls roh geschrieben, ich habe früher geschrieben, hier vermuten einige ein Break. Also ich habe wirklich witzige Kommentare dahinter geschrieben. Das liegt aber daran, dass ich das wirklich mal erlebt habe. Es gab einen Film in den 90er Jahren, wo irgendwie ging es um einen Sicherheitsleck in einer Firma und das war ein C-Programm und da hatte ein Programmierer ein Break vergessen. Das war, alle möglichen Leute haben diesen Film gesehen und wahrscheinlich ist der schlechte Ruf der Case-Anweisung auf diesen amerikanischen Film zurückzuführen. Und da hat ein Reviewer Quellcode von mir genommen und hat da einfach einen Break reingeschrieben. Ohne sich zu melden, ohne Bescheid zu sagen. Und man hat das Programm, das er reviewt hat, falsche Ergebnisse geliefert.
Und wir haben debuggt und haben gesucht und konnten uns das gar nicht erklären. Man sieht das auch nicht, wenn man das selber nicht geändert hat. Und haben wirklich einen ganzen Tag verloren, weil der Idiot da einen Break reingeschrieben hat. Und er hat mir dann erklärt, das ist doch immer falsch. Also das ist doch typisch, dass ihr C-Programmierer und C++-Programmierer einen Break vergesst. Wo ich gesagt habe, So, und Straßenverkehrsordnung, also in der Schule fahre ich wirklich immer 30, aber ansonsten habe ich schon meine Auslegung zu sagen, diese berühmten 10%, die man eben obendrauf rechnet und. Insofern haben wir jetzt unsere Grad. Das ist aber nur eine Darstellung. Das ist eine Darstellung an dieser ganzen Geschichte. Insofern gehen wir eine Ebene weiter. Jetzt kommt dieses WGS84-Format. WGS84, normale GPS-Koordinaten. Länge und Breitengrad. Länge, also Longitude, Latitude sind die entsprechenden Werte. Kann ich natürlich technisch wieder als Paar abspeichern mit zwei TY-Werten. Das sind Gleitkomma-Werte, also Floating-Point-Werte, die dahinter stecken. Auf jeden Fall sind das Gleitkomma-Werte, weil in der Dezimalschreibweise sind diese Gradzahlen tatsächlich Teil. So, ich könnte jetzt hingehen und könnte hier ein Angel reinschreiben. Was sogar vernünftig wäre, weil das sind ja Gradzahlen. Ich könnte also hingehen und sagen, ich will da einfach keinen Part machen. Wenn wir das am Ende konsolidieren, wenn wir unsere Typen zueinander bringen, ist hier wirklich ein Paar von zwei MyAngel-Werten. Und damit haben wir ganz viel Funktionalität plötzlich schon drin. Wir können automatisch von Rad nach Bogen, also vom Bogenmaß auf Winkelgrad umrechnen und. Alles das, was wir für Winkel in der euklidischen Welt gebaut haben, zählt hier natürlich und steht uns zur Verfügung. Das heißt, das ist ein klassischer Winkel. Hier, dieses Paar wird also mal ein MyAngel. So, dann gehe ich hin und sage, ich habe einen Kopierkonstruktor, Default, ich habe einen Move-Konstruktor, also einen R-Value-Konstruktor, kann ich auch mit Default umsetzen. Standard-Konstruktor, jeder der Basisdatentypen, das ist auch ein Unterschied zu C, also ein Doppelwert wird mittlerweile in C++ durchaus mit 0 initialisiert und ein Int-Wert wird auch mit 0 initialisiert. Das ist durch die, ich glaube, ab C++11, durch die Initialisierungswelten ist man da sehr weitergegangen und hat gesagt, ich muss da nicht 0 oder 0.0 und überlegen, ich kann das immer leer initialisieren. Leer initialisiert bedeutet per se immer mit einem Null-Element initialisiert. So, ich will hier eventuell ableiten, also muss ich einen virtuellen Destruktor daraus machen. Auch ganz wichtig. Also in dem Moment, wo ich hier eine Ableitung draus basteln, muss hier der Destruktor tatsächlich virtuell sein. Immer dran denken, das ist einer der typischen Fehler. Ich will diese Klasse tatsächlich irgendwann in der Ableitung haben, wenn auch nur in einer Ebene ist, aber egal. Weil ich will ja das Ding irgendwie in meine Geoposition reinbringen. Und da kann es dann natürlich bedeuten, dass es eine Ableitung gibt. Also gleich virtuell mit rein. Ich habe einen Zuweisungsoperator per Copy, einen Zuweisungsoperator per Move. Auch die kann ich als Default definieren. Ich habe den Spaceship-Operator, der Vergleich. Wir können unsere Grade miteinander vergleichen. Wir können sogar Rad mit Bogen, also Bogenmaß mit Winkelgrad vergleichen. Das haben wir ja gesehen. Den Operator haben wir überschrieben. Standardmäßig ist er da. Damit können wir hier natürlich auch sagen, bau den anderen Operator Default. Auch erledigt. Jetzt kommen die Spezialelemente Latitude, Longitude. Ich möchte natürlich wie mit WGS 84 Koordinaten arbeiten. Da habe ich halt einen Längengrad und einen Breitengrad. Also stelle ich ihm auch einen Selektor, Latitude, Breitengrad, Longitude, Längengrad zur Verfügung. Und dasselbe mache ich mit dem Manipulator. Auch hier gilt natürlich wieder, Z und Get muss ich in C++ nicht davor schreiben. Da ist dann später die Theorie der Setter und Getter draus gemacht worden. Dann wird erklärt, man muss das Z und Get vorschreiben, damit es besser erkennbar ist, weil es andere Sprachen nicht können. Wir können es. Und ohne Parameter ist es der Getter, mit Parameter ist es der Setter. Getter ist der Selektor, Setter ist der Manipulator. Und wir haben nicht nur Get Variable, sondern wir haben, wie wir das davor schon gesehen haben, mit dem getSdecimal und wir können natürlich auch für unterschiedliche Konstellationen umwandeln, natürlich auch Selektoren und Manipulatoren zur Verfügung stellen, die dann natürlich auch Selektoren sind, weil sie verändern, sie lesen nur, geben den Wert wieder, Manipulatoren, sie verändern auch.
Damit ist die Klasse fertig. Ich kann jetzt noch hingehen und kann mir überlegen, dass ich einen Stream-Operator dazu schreibe, wenn ich den Stream-Operator schreiben möchte. Alle Möglichkeiten, die mir irgendwie gegeben sind, stehen mir zur Verfügung. Diese Klasse ist echt überschaubar. Das ist doch mal eine schönere Klasse. Bei dem ganzen Komplizierten, was wir bisher gesehen haben, ist das doch echt mal ein Lichtblick, dass es auch in C++ immer noch solche Klassen gibt. Klar, es ist ein Template. Wenn ich mich nicht festlegen möchte, ob das nun Float, Double, Long Double oder irgendwas anderes ist, aber ansonsten ist es eine relativ überschaubare, einfache Systemklasse. Und so sollten Systemobjekte auch sein. Stream-Operator, um locken zu können, Konstruktoren alle, Umwandlungen, soweit wie es sinnvoll ist, alle. Und dann geht das Spiel halt weiter. Jetzt kommt das nächste, ETRS89-Format. Das kann ich wieder als Tupel abspeichern. Wie gesagt, ich habe ein Letter, Char, A bis Z, großgeschrieben. Ich habe die Zone als Int-Wert und ich habe XY-Koordinaten. Das heißt, wenn ich... Das kann ich so implementieren. Ich kann natürlich an dieser Stelle auch hingehen und sagen, XY-Koordinaten habe ich ja schon. Eigentlich könnte ich ja hier hingehen und sagen, das Ding ist ein MyPoint. Das bleibt ein Tupel, aber an der Stelle sage ich ihm, das ist ein MyPoint. Und dann muss ich hier natürlich auch eine Einheit mit dazu bringen. Meter wahrscheinlich in dem Kontext. Aber dann kann ich auch beliebig umrechnen. Und nochmal dieses Format innerhalb einer Zone, das ist ganz wichtig. Innerhalb einer Zone kann ich euklidisch rechnen. Das ist ja genau die Idee, dass man gesagt hat, wir bauen jetzt die Erde, wir legen ganz viele Platten auf die Erde, eben über die Letter, so, über die Zonen so, legen wir ganz viele kleine Platten drüber. Und auf diesen kleinen Platten gilt die euklidische Mathematik. Ist natürlich echt blöd, wenn ich von New York nach Kapstadt rechnen möchte, weil da gehe ich die Buchstaben rauf und runter und gehe noch über mehrere Zonen drüber, bin ich mit der euklidischen Mathematik raus. Aber eh sowieso, weil wir ja über die, wir haben ja keine Fläche, wir haben ja ein Ellipsoid. Das heißt, dann muss ich auf jeden Fall in andere Koordinaten umrechnen, in die WKS zum Beispiel, WGS-Koordinaten umrechnen, um die Distanz rechnen zu können. Aber nochmal, bezogen, solange ich mich in einer Zone mit einem Buchstaben befinde, kann ich euklidisch rechnen. Aber das kann ich ja eh, weil ich ja hier einen MyPoint genommen habe. Das heißt, die Rechenregeln für die euklidische Mathematik bezogen auf die Sache habe ich ja erledigt. Habe ich also auf jeden Fall zur Verfügung. Also macht das hier Sinn, aus diesem TY, TY tatsächlich einen MyPoint TY zu machen. Und ihm die Einheit gleich mitzugeben. Wie gesagt, also das sind wirklich Meta-Angaben, glaube ich. Northing und East, also Easting und Northing. Aber ansonsten bleibt das Spiel, wie wir es kennen. Jetzt ist es ja ohne diese Vereinfachung. Ich habe die Klassen noch nicht zusammengezogen, deswegen habe ich hier noch meinen Einzeltupel. Habe jetzt hier diese drei Parameter, die initialisiert werden. Ich habe den vollständigen Konstruktor, ich habe einen Move-Konstruktor, einen Copy-Konstruktor, ich habe den virtuellen Destruktor, der ist hier natürlich auch total wichtig. Ich habe Zuweisungsoperatoren, ich habe den Spaceship-Operator. Muss ich mich auch nicht drum kümmern, weil ich habe ja einen Tupel. Das heißt, er vergleicht erst den Letter, dann vergleicht er die Zone, dann vergleicht er und so weiter. Das heißt, ich kann auch den Vergleichsoperator natürlich automatisch generieren lassen. Hier an dieser Stelle über den Spaceship-Operator habe ich alle Vergleichsoperatoren erledigt. Und jetzt kommt das Spiel, was wir vorneweg auch hatten, dass ich sage, okay, ich habe Letter, Zone, Earthing und Nothing. Das sind meine Selektoren und dieselben habe ich nochmal als Manipulator zur Verfügung. Bringe ich den Punkt mit ins Spiel? Dann würde ich hier trotzdem auf die Punktkoordinaten zugreifen. Dann würde ich hier an dieser Stelle nicht mehr schreiben Standard get 2, sondern hier würde stehen Standard get 2 und davon Punkt x. Weil das wäre ja meine erste Koordinate. Und hier würde stehen get 2. Ich bleibe ja auf der zweiten Stelle. Die zweite Stelle ist ja mein Punkt. Und zusätzlich würde dann Punkt y stehen. Und dann hätte ich quasi die Auflösung erledigt, könnte von dem Punkt aber auch weiter mit Earthing und Northing arbeiten. Also mit der Welt. Und auch das ist ganz wichtig, dass wir versuchen, unsere Programmobjekte immer in der Sprache des jeweiligen Bereichs abzubilden. Und wenn die das Earthing nennen und die nennen das Northing, dann nennen wir das genauso. Da setzen wir gar keinen Grip rein. Weil wenn wir uns mit den Leuten unterhalten und der sagt, das ist so und so viel, dann fangen wir an, das war die X-Koordinate, dann müssen wir X machen. Nein, das ist Earthing.
Weil das ist ja wieder eine implizite Inline-Methode, die eine implizite Inline-Methode aufruft, die am Ende genau den Wert dahin schreibt. Das ist uns doch egal, wenn da noch eine Ebene zwischen ist. Die wird nie als Funktion laufzeittechnisch relevant auftauchen. Insofern setzt bei solchen Objekten zu 100% ohne Abstriche die Sprache des Fachbereichs um. Da hat Technik nichts verloren. Rein gar nichts. Sondern die sagen, ich habe eine Zone, ich habe ein Letter, ich habe ein Earthing und ich habe ein Nothing. Und das finden die genau hier wieder. Und wenn wir jetzt übereinander reden und bestimmte Sachen austauschen mit dem Fachbereich, dann finden die genau ihr Vokabular wieder. Und das ist unser Job. Nicht, dass irgendwelche schöne technische Struktur, ja, das ist der dritte Parameter des Tupels. Das interessiert den nicht. Der sagt Earthing dazu. Also, Punkt. So, Mercator. Mercator ist eine Projektion auf diesem Format. Also das ist ja auch eine Projektion. Also dieses ETRS, das ist die UTM-Projektion, glaube ich. Also UTM-Projektion. Und dann gibt es noch eine Mercator-Projektion von diesem Format. Da verzichtet man auf die Zonen und auf die Zonen und auf die Letter. Aber die Längengrade laufen konisch zu. Also man hat keine Bögen, sondern man projiziert das wieder auf eine Fläche und sagt, natürlich ist der Abstand am Pol, kann ich einen Meter laufen und ich komme von der Nord auf die, von der, also ich kann immer diagonal mit einem Meter aus, weil das ist der berühmte Witz mit dem Haus auf dem Nordpol. Kann ich ein Haus bauen, dessen Außenwand sowohl nach Osten als Westen, klar, wenn ich es genau auf dem Nordpol setze. Und insofern muss ich da natürlich aufpassen. Auch hier gilt die euklidische Mathematik. Das heißt, wenn ich rechne, kann ich tatsächlich mit dem Satz des Pythagoras eine Entfernung rechnen. Nur verzerrt sich die, desto dichter ich an die Pole komme. Also dadurch, dass die Längengrade konisch sind, ist es natürlich so, dass der Abstand oben 10 ist und der Abstand, wenn der unten 10 ist, das ist was völlig anderes. Das ist nicht quadratisch im klassischen Sinne. Trotzdem ist der Versuch unternommen worden, dass die euklidische Mathematik gilt. Und für kleine Distanzen funktioniert das ja auch. Ich sage mal, wenn ich jetzt Abstände in Berlin rechnen will, dann ist wahrscheinlich die Verzerrung nicht wirklich, die kann schon Meter betragen am Ende. Berlin ist eine relativ große Stadt, aber ist vernachlässigbar, sagen wir das mal so. Aber von der Idee her sind das Punktkoordinaten, also XY-Koordinaten, wie wir sie kennen, nur dass das Koordinatensystem halt konisch läuft, um diese Verkürzung zum Pol hin auszugleichen. Aber ansonsten haben wir dasselbe Spiel in Grün, das heißt, hier habe ich jetzt den Point schon mal reingebracht und habe gesagt, dann haben wir halt einen XY-Point, jetzt kann ich wieder hingehen, defaultmäßig einen Konstruktor. Hier definiere ich ja nur, was ich haben möchte. Ich könnte auch ein Delete hinterschreiben, wenn ich es nicht haben möchte. Das ist quasi wie so eine Strichliste, also Checkliste, bumm, check das, check das, check das. Eventuell kann ich natürlich hier hingehen und kann sagen, hier kann ich auch ein Const Expression vorschreiben. Dann setzt das natürlich voraus, dass auch der Point ein Const Expression Konstruktor hat. Weiß ich gar nicht, ob wir das gemacht haben. Ja, der ist Const Expression. Das heißt, dann kann ich natürlich auch hier hingehen und kann sagen, ich möchte den sogar Const Expression haben. Oh, da muss ich mich verschrieben haben. Nee, doch eigentlich nicht. Hm? Doch, löst das auf. Jetzt kann der Compiler tatsächlich so ein Objekt auch zur Kompilierzeit erzeugen. Und ich könnte das wieder in der Const Expression Funktion verwenden, also in der Blaupause verwenden, um das entsprechend aufzulösen. Und wenn die anderen auch alle auf Const Expression laufen, kann ich das Spiel natürlich weitertreiben. Deswegen ist es wichtig, dass er das nicht ganz alleine und automatisch macht. Ich habe schon noch ein paar Sachen, die ich entscheiden muss. Hm? Das ist Default-Verhalten, das ist Deleted. Ist es als Const Expression hier jetzt in dem Fall ist ein No Except mit hinter? Oder ist es nicht? Also kann er noch eine Exception werfen. Das heißt, ich muss schon noch ein bisschen gestalten. Aber ich kann ganz viele Dinge auf diese Art und Weise umsetzen. Und hier habe ich bewusst mal den Spaceship-Operator ausgeschaltet. Warum habe ich den hier ausgeschaltet? Weil der trotzdem funktioniert. Hm? Weil der MyPoint hat ja einen. Und das ist das einzige Datenelement, was er hat.
Das heißt, in dem Moment, wo der MyPoint einen Spaceship-Operator hat und ist als abgeleitete Klasse das einzige Datenelement, muss ich hier an dieser Stelle noch nicht mal hingehen und muss den Automatismus dazu schalten. Ich kann es natürlich trotzdem machen. Also das ist dann so wieder dieses überdefinierte Denken, wenn ich dann sage, oh, das muss ich ja gar nicht schreiben. Da ist das drüber nachdenken, ob ich schreiben muss oder nicht, wahrscheinlich länger als das Schreiben. Und insofern definiere ich mir den hier auch als Default. Hallo Blowfish. Habe ich jetzt was übersehen? Koda, ah, ganz liebe Grüße. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Dann wird es immer gleich so voll. Oh Gott, habt ihr viel geschrieben. Und ich habe es nicht gesehen. Also für alle, die dazugekommen sind, herzlich willkommen. Mit 27 IT-Bachelor machen, also kann ich auch noch mit 35 machen. Also gibt es eine Altersbegrenzung? Das wäre mir neu. Also, Coding ist geredet dadurch, so mit 27. Ich habe mit 26 angefangen. Das gibt ganz viele Leute. Ich habe jetzt irgendwo gesehen, ganz schlechtes Beispiel für einige. Wie hieß der vorige Ministerpräsident von Bayern und dann Innenminister? War der Stoiber? Nee. Ist ja egal. Der letzte Innenminister der Merkel-Regierung. Alzheimer. Der lernt C und C++, ne? Nachdem er Innenminister gewesen ist. Weil er dann, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, wenn ich mich düster erinnern kann, ich will jetzt gar nichts falsch sagen, weil er gerne seine Modelleisenbahn steuern möchte. Man ist nie zu alt, irgendwas zu machen, einen Abschluss nachzuholen und zu sagen, wenn ich halt spät angefangen habe, mich umorientiert habe, was anderes gefunden habe, was mir jetzt mehr Spaß macht, warum soll ich nicht einen Abschluss machen? Also um Gottes Willen, insofern. Und ein Abschluss ist in Deutschland auch immer gut. Also klar, ich brauche in vielen Fällen keinen. Wenn ich meinen eigenen Weg gehen möchte als Unternehmer, brauche ich eh überhaupt keinen Abschluss, weil es bracht ja eh keiner nach dem Zeugnis. Als Freelancer oder ähnliches, aber in dem Moment, wo ich mich bei größeren Firmen bewerben möchte oder eben auch im öffentlichen Dienst bewerben möchte, steht da ganz klar eine Stellenbeschreibung. In der Stellenbeschreibung gibt es ganz klare Forderungen und wenn die nicht erfüllt sind, beißt da die Maus keinen Faden ab. Und lernen tut man ja in der Regel auch noch was. Ne? Möchte mal gerade festhalten, dass Formate des Todes sind. Kein Formate hätte das so leserlich formatieren können wie Volker da gerade. Formate können auch praktisch sein. Also ich schreibe auch gerne Formate, auch für Eniums übrigens. Also man kann ja auch für das eigene Enium tatsächlich ein Formate schreiben und kann dadurch Textauflösung und Ähnliches in Eniums reinsetzen. Aber das ist, ich hatte das ja schon mal gesagt, also ich habe mehr Quellcode gelesen, als ich selber geschrieben habe. So makaber, wie ich das anhört, aber als Unternehmensberater bleibt das nicht aus, dass wir immer wieder Fremdprojekte analysieren. Und natürlich lernt man bei jedem Projekt auch irgendwie ein bisschen was dazu, auch wenn was nicht ganz koscher gemacht ist. Aber man lernt auch wirklich sehr schnell zu wertschätzen, dass es eine bestimmte Struktur gibt. Bis hin, dass man halt die Ist-Gleichzeichen untereinander stehen hat, weil man dann einfach schneller lesen kann. Also man überfliegt das schneller, als wenn das alles in sich gemuschelt steht. Wenn man das selber schreibt und gerade gleich schreibt, ist es eigentlich völlig egal. Aber in dem Moment, wo das mit dem Unterbelichteten, wie gesagt, das war nicht. Seehofer, genau. Das war der Herr Seehofer. Ach, ich habe Alzheimer. Also, und der Lehrer hat wirklich, also, ist gefragt worden, nachdem er abgewählt war, wieder in Bayern war, was er denn jetzt macht und ob er Langeweile hat und hat im Interview gesagt, dass er C++ lernt. Beckstein war der Innenminister, glaube ich, in Bayern. Ne?
Also egal, sind wir. Also wir haben jetzt drei Klassen. Wir haben jetzt unsere WGS, glaube ich. Ich merke mir das immer falsch. Wir haben unsere UTM-Transformation mit diesen zusätzlichen Informationen. Wir haben unseren Mercator. Wir haben unsere Hilfsklassen, die wir vom letzten Freitag noch haben. Und jetzt ist die Frage, jetzt möchte ich eine geografische Position daraus bauen. Und wie gesagt, mit der normalen Struktur, also mit objektorientierten Denke würden wir ja hingehen und würden sagen, die geografische Position ist die Basisklasse und die anderen sind die abgeleiteten Klassen und ich müsste jetzt irgendwie eine abgeleitete oder verallgemeinerte Basis finden. In C++ können wir den Spuk umdrehen. Das heißt, wir können das ganze Ding auf den Kopf stellen. Wieder eine Besonderheit von C++, aber wir können es. So, die nächste Geschichte ist, ich möchte jetzt natürlich, haben wir für GPS-Koordinaten haben wir Winkelangaben, aber zwei Doppelzahlen. Für Mercator haben wir XY-Koordinaten gestaucht, zwei Doppelzahlen. Aber trotzdem ist es ja aus unserer Sicht mittlerweile was anderes. Das haben wir gelernt. Das ist ja der ganz große Schritt, dass wir in C++ jetzt im Verhältnis zu keiner, also das kann wirklich keine andere Programmiersprache zu Compile-Time, dass wir da Einheiten eingebaut haben. Insofern ist sind das zwar zwei verschiedene, aber rein technisch, wenn wir das mit Doppelwerten instanzieren, 64, 8 mal 8, 64 Bit, ja. 64 Bit, 128 Bit ist unser Datenelement groß, mit verschiedenen Regeln. In dem Moment, wo wir aber diese UTM-Koordinaten haben, haben wir ja 128 plus Letter ist ein Integerwert, 32. 128, 130, 160 plus Charakter 168. Das heißt, da ist unsere Klasse plötzlich 168 Bit groß. Jetzt könnten wir hin und könnten sagen, wir verallgemeinern das Ganze so, wir nehmen immer 168 Bit. Wir machen nur eine andere Abbildung. Aber dann würden wir ja Unmengen an Platz nicht brauchen. Wir würden also für die anderen beiden Formate immer völlig zu viel Informationen haben. Das heißt, ich möchte schon Klassen konstruieren, die genauso groß sind wie die Daten, die sie widerspiegeln. Ich habe jetzt diese drei Klassen plus meine Hilfsklassen plus meine Abbildungsklasse für die Sechserdezimalformaten. So, und jetzt definiere ich mir hier meine Geobasis. Das heißt, ich definiere mir meine geografischen Koordinaten. Und dafür gehe ich erstmal hin und mache ein Using. Wie in so vielen Fällen in C++ beginnen wir das Ganze mit dem Using und sagen, ich baue mir ein Template. Das Template hat einen Typ TY, das ist eine Gleitkommazahl. Unser Konzept Floating Point. Dann möchte ich ein Geo, also den Typ des Formates haben, standardmäßig nehme ich da WGS 84, weil standardmäßig möchte ich halt mit GPS-Koordinaten rechnen. Am Ende muss ich eh alles auf GPS-Koordinaten umrechnen, um die wirklichen Entfernungen rechnen zu können. Also die anderen Formate sind alle für die Tonne, wenn ich wirklich Entfernungen und Winkel rechnen möchte. Sei denn dicht beieinander, hatten wir gesagt. Und jetzt nutze ich schon wieder SFINAI. Stichwort der Metaprogrammierung von C++, mit dem man alle Leute verschrecken und verjagen kann. Das heißt, ich habe so ein Conditional als Hilfskonstrukt für Typen. Aber wenn ich nicht auf die Type-Eigenschaft zugreifen will, wir hatten ja schon das Unterstrich V, dann hatten wir die Werte-Eigenschaft, den boolschen Wert rausgezogen und hätten den quasi schon als Rückgabewert. Mit dem Unterstrich T habe ich den Typ immer direkt. Weil ansonsten müsste ich schreiben, Type nehmen, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Type. Und das Type nehmen vorne kann ich weglassen, das Doppelpunkt, Doppelpunkt, Type kann ich weglassen, hinten, wenn ich das Unterstrich T dazu schreibe. Aber ansonsten sind die völlig identisch. Das heißt, immer wenn ein Typ ausgelöst werden kann, kann ich dieses Auslösen des Typs, gibt es in der Regel, nicht für alle, aber 99% der Fälle gibt es dann diesen Unterstrich T als Alternative. Und jetzt gehe ich einfach hin und sage, meine Geobasis ist entweder, ist mein Kind ein Typ, also es ist ja ein Enium, was wir da sehen, vom Typ WGS 84, Enium-Wert 0, steht da, also wenn das 0 ist, dann ist mein Typ, den ich hier verwenden möchte als Basis, MyWGS84 von TY. Auch TY haben wir hier ja als Typparameter mit ins Spiel gebracht. Ansonsten, wenn das nicht aufgelöst werden kann, dann ist wieder eine Bedingung, ist dieser Werteparameter, den ich ihm übergeben habe, vom Typ ETRS89, dann ist mein Base EMI ETRS89 von TY, wird also mein
mein Triple Fortune, weiß ich gar nicht, mein Vierer Wert, ein Tupel mit den vier Werten, Letter, Zone, Easting und Northing. Ansonsten, wenn er das nicht ist, ist er von diesem Mercator Transformation. Wenn es eine Mercator-Transformation ist, dann ist meine Basisklasse dieser Typ. Ansonsten nehme ich Void. Und jetzt muss ich natürlich spitze Klammern zählen, weil ich immer mit Komma, Alternative, das ist, wenn ich in Excel eine Formel mit und schreibe und wieder eine mit und schreibe, dann kommen hinten auch immer mehr geschlossene Klammern dazu. Dasselbe muss ich hier natürlich auch machen. Das heißt, hier habe ich ja eingeleitet 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das kann ich wieder schön untereinander schreiben, das muss ich nicht hintereinander schreiben, das kann ich auch wieder untereinander ausrichten, um eben wirklich sicherzustellen und zu sagen, okay, wenn das WGS das ist, dann ist es das und ich kann es viel schneller lesen. Damit habe ich aber eine Basistypklasse und meine Basisklasse ist abhängig von einem Enium-Wert. Damit kann ich in der nächsten Ebene hingehen und kann sagen, okay, ich muss wieder diesen Typ, meine Gleitkommazahl in die Welt reinbringen. Also definiere ich mir hier einen Typparameter TY. Standardmäßig, wenn nichts angegeben wird, von hinten kommt eindeutig, wenn nichts angegeben wurde, ist es ein Doppel. Damit kann ich es wie einen normalen Datentyp verwenden, einmalig festgelegt mit Doppel. Das heißt, das, was rauskommt, ist am Ende genau das, als wenn ich nie ein Template draus gemacht hätte. Und natürlich muss ich das denn in meine GOBs auch als TY übergeben. Meine GOBs ist aber dieses Using, was wir hier oben stehen haben, ist also dieser Parameter von dem Using. Ansonsten wieder Komma, mein Geodätik, Referent, also mein Referenzsystem, was ich haben möchte, mein Kind, wenn nichts angegeben wurde, dann ist das ein WGS84. Das heißt, ich kann eine Instanz MyGeoLocation ohne irgendwelche Zusätze definieren, dann benutzt dieses einen Doppelwert zum Speichern, also zwei Doppelwerte zum Speichern und nutzt automatisch das Referenzsystem WGS84, also das, was wir als GPS-Koordinaten kennen, in der Dezimalschreibweise. Ich kann aber alternativ auch sagen, MyGeoLocation ist vom Typ Float und ich möchte als Referenzsystem ETRS89 haben. In dem Moment würde er hier eine Float-Initialisierung machen und meine Basisklasse wäre nicht mehr MyWGS84, sondern wäre plötzlich MyETRS89. Das heißt, hier entstehen quasi das, was wir in der normalen Vererbung nach unten bauen, bauen wir jetzt plötzlich auf dem Kopf stehend. Ich habe jetzt verschiedene Basisklassen, die ich steuern kann über dieses Kind, was da im Hintergrund steht, und kann das auflösen. Und jetzt kann ich natürlich überlegen und kann sagen, jetzt habe ich Konstruktoren. Jetzt habe ich das nächste Problem. Im ersten Moment. Ich habe nicht wirklich ein Problem. Also man hat in C++ kein Problem. Aber natürlich habe ich vom normalen Denken erstmal ein Problem. Weil im ersten und zweiten Fall habe ich zwei Parameter. Da habe ich zwei, nehmen wir mal an, Doppelwerte. Einmal für Nord, also für Latitude und Longitude und einmal für X und Y. Aber für die UTM-Transformation habe ich vier Werte, mit denen ich initialisieren muss. Da habe ich den Letter A bis Z, habe ich die Zone um meine Erde drumherum verteilt und ich habe Easting und Northing. Da habe ich plötzlich vier Parameter. Und jetzt muss ich überlegen, wie kriege ich jetzt Konstruktoren geschrieben, weil ich habe ja völlig verschiedene Parametertypen. Und auch da hilft mir wieder SFINAI in C++. Ich kann also hingehen und kann sagen, ich definiere mir natürlich erstmal einen Standardkonstruktor. Der initialisiert immer alles auf Standard. Jede der Basisklassen hat einen Standardkonstruktor, also bin ich raus aus dem Schneider. Wenn alles übereinstimmt, das heißt, wenn mein Typ übereinstimmt, das ist ein Double, und mein Referenzsystem übereinstimmt, dann kann ich moven. Aber die müssen auch hundertprozentig übereinstimmen, sonst ist das Teil nicht da. Das heißt, dieser Typ und diese Referenz, die ihm hier übergeben wird als R-Value, die müssen zu 100% übereinstimmen, sonst löst er das Teil nicht auf. Aber das würde ja auch keinen Sinn machen. Ich kann ja nicht den Speicher tauschen, wenn die Betrachtung anders ist. Dann würde ich ja auf der einen Seite 1096 Yard haben, auf der anderen Seite hätte ich 1000 Meter. Jetzt tausche ich den Speicher irgendwann, dann hätte ich 1096 Meter. Also Move macht nur Sinn, wenn sowohl der Typ, der getauscht werden soll, der technische Typ, Double,
als auch der Referenztyp, mit dem ihr das betrachtet, also die mathematische Einheit oder die physikalische Einheit, mit der ich das abgebildet habe, das war ja der Schritt, den wir gemacht haben, dass wir in der Lage sind, physikalische Einheiten an Typen zu hängen, die müssen zu 100% übereinstimmen. Aber das habe ich durch diese Schreibweise auch genau ausgedrückt, weil ich habe ja keine Abweichungen angegeben. Aber im Konstruktor sieht es anders aus. Und jetzt sage ich einfach, okay, ich kann ja Variety-Templates definieren. Das heißt, ich definiere mir jetzt einfach ein Variety-Template und sage mein Typenamen.args. Beliebig viele. Nutz wieder S-Finai. Jetzt nicht mit dem Condition, das wir erst genutzt haben für die Basisklasse, sondern ich nutze das Enable-If, was dazu gekommen ist. Auch wieder hier, das Unterstrich T löst gleich den Typ raus. Jetzt habe ich eine Hilfskonstruktion, also einer von, über allen, nee, Konjunktion. Alle, Konjunktion. Nichts Falsches denken. Es muss für alle gelten. Das heißt, ich definiere jetzt und sage, alle diese Parameter, die hier übergeben werden, müssen Gleitkommazahlen sein. Und kein muss WGS oder muss Mercator sein. Und ansonsten die Größe der Parameter ist 2. Das heißt, in dem Moment, wo das entweder ein WGS84 ist oder das ist ein Mercator, dann schaltet er diesen Konstruktor scharf. Das ist ja S-Finai. Wenn er das nicht auflösen kann, ist es kein Fehler, dann lässt er es weg. Das heißt, nur für diese beiden sagt er, okay, jeder der Parameter, der übergeben wird, muss ein Floating Point Parameter sein. Es muss der Typ entsprechend sein und mein Pack darf nur 2 Elemente enthalten. Ich könnte hier auch hingehen und sagen, kleiner 2 und könnte dann versuchen und sagen, wenn du 1 ist, dann setzt nur den x-Parameter. Hier an der Stelle habe ich einfach gesagt, okay, die Parameter müssen 2 sein. Das heißt, im Fall für diese beiden Typen und alle sind Gleitkommazahlen, die als Parameter übergeben waren und das sind 2 Parameter, erzeugt er mir diesen Konstruktor. Und auch hier kann ich natürlich gleich einen Forward machen. Ich möchte nicht eine Kopie der Parameter erzeugen, deswegen mache ich an dieser Stelle wirklich einen Forward in diese Struktur hinein. Und sag einfach, okay, gib dieses Pack einfach in die GeoBase. Das heißt, die GeoBase muss einen Konstruktor haben, der 2 Gleitkommazahlen akzeptiert, weil ansonsten hätte ich an der Stelle jetzt einen Compilerfehler. Und das Ganze passiert eben auch optimiert, weil was anderes ist durch das Forward ja nicht erreicht. Er macht keine Kopie, sondern er verwirft meine bisherigen variablen Inhalte und sagt dem Konsumierenden, du kannst damit machen, was du willst, die gehören jetzt dir. Da muss nichts mehr erhalten sein, wenn das wieder zurückkommt. Jetzt habe ich natürlich noch den ETRS89. Der hat 4 Parameter. Die sind dummerweise auch noch unterschiedlich. Das erste ist ein Char, das zweite ist ein Int und dann kommen 2 Doppelwerte. Also kann ich auch hier hingehen und sage, okay, ich mache mir ein Template, Type Name Arg1, Type Name Arg2. Die kann ich auch prüfen, wenn ich will. Dann nehme ich ein Type Name für den Rest der Parameter. Zusätzlich hänge ich wieder, und hier muss er eigenartigerweise, manchmal ist es nicht zu verstehen, warum. Wahrscheinlich hängt das wirklich am Ende der Konjunktion hier mit dem Void zusammen, wo er sich schwer tut. Wir kennen das Dilemma, dass er ganz, oder manchmal braucht er an der Stelle wirklich den einleitenden Type nehmen, davor geschrieben. Wenn es da also wirklich einen Fehler gibt, kann man das einfach mal testen und sagen, ich probiere das mal aus. Und schreibe es davor. Es gibt auch Compiler, da müsste hier ein Unterstrich oder sowas stehen. Da müsste ich dem wirklich was, also ein Unterstrich ist so ein typischer, eigentlich müsste da ein Name stehen, aber ich möchte keinen Namen vergeben. Die meisten C++-Compiler, ich glaube der Standard auch, sagt, da muss kein Name stehen, aber wenn der Compiler dann sagt, du kommst hier nicht durch, ich will da unbedingt einen Namen haben, macht noch einen Unterstrich dazu. So, wieder das Enable-If. Der erste Parameter muss ein Char sein. Das muss auch ein Char sein. Der zweite Parameter, da will ich gar nicht genau wissen, könnte ich auch ein ist, also konvertierbar zum Int machen, das würde mir eigentlich reichen. Es gibt also auch ein isConvertible, was ich einsetzen könnte. Noch hier sage ich jetzt an der Stelle, okay, ich möchte unbedingt ein Int haben. Ich könnte natürlich auch wieder ein isIntegral verwenden an der Stelle und sagen, das muss ein Integral sein. Ich könnte also auch wieder ein Konzept einbauen. Die Kind muss ETRS89 sein. Und die Größe des Rests 2. Die ersten beiden Parameter sind ja raus. Also mein Char, mein Int ist weg, aber der Rest, ich brauche noch 2 Parameter. Ich brauche das X und Y noch. Also das Earthing und das
Easting und Northing. Und der Rest für jeden der Parameter muss ein Floating Point sein. Auch das kann ich mit erzwingen. Nur dann steht dieser Konstruktor zur Verfügung und wird erzeugt. Das ist wieder S-Fina-I. Deswegen dieses Enable-If. Und jetzt die Geolocation, die Parameter ARC1, ARC2 und Rest werden übergeben an GeoBase von Typ TY. Und auch hier kann ich natürlich einen Forward machen. Ich kann die beiden ersten Parameter einzeln forwarden und kann hinten das Pack, egal wie lang das ist, als Fold, als Pack übergeben und kann das entsprechend forwarden. Habe ich tatsächlich jetzt den Konstruktor aufgerufen, den wir hier oben irgendwo haben. Das ist Mercator. Da ist er. Das ist der Konstruktor, der hier aufgerufen wird. Der erste ist ein Char, der zweite ist ein Int und dann kommen zwei TY, die müssen aber vom Typ Floating Point sein. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich eine Klasse mit drei möglichen Basisklassen entschieden über dieses Enium in der Programmierung zu sagen, ich habe mein Referenzsystem, was entsprechend gewählt wurde, die abgesichert, wie wir es von der normalen Programmierung auch erwarten würden, entsprechend passende Konstruktoren zur Verfügung stellen. So, und jetzt kann ich natürlich wieder hingehen und kann ins Template wieder Templates reinschreiben, das haben wir ja schon gemacht, und kann hier sagen, okay, ich habe hier einen anderen Typ für einen Floating Point, ich habe eine andere Art für mein Referenzsystem. Das heißt, meine Geolocation, die hier erzeugt wird, kann aus einer anderen konstruiert werden. Also das kann ein anderes Gleitkomma-Format sein. Das kann aber sogar ein anderes Referenzsystem sein. Und die Umrechnung, die verschwindet für mich. Das heißt, wenn ich sage, ich habe hier eine WGS-84-Koordinate und ich habe auf der anderen Stelle irgendwie eine Mercator-Transformation und ich komme mit der Mercator-Transformation plötzlich im WGS an, dann wandelt das System für mich transparent um. Weil wir ja Typen dazu gesetzt haben. Wie nochmal, das ist diese Faszination, Metaprogrammierung in C++, Erweiterung eben durch dieses S-Fina-I, dass uns das wirklich in die Lage versetzt, normalen Variablen Typen zu geben, wie wir sie in der normalen Welt kennen. Und wirklich zu schreiben, 100 Meter sind 193 Yard. Und da kommt True raus, obwohl beides nur Dezimalzahlen sind. Weil wir dem Ding eine Einheit gegeben haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was brauchen wir? Die Klasse ist gar nicht so furchtbar lang. Und am Ende hier ist natürlich dieses Konvertieren ineinander. Auch hier ist, was konvertiere ich? Was ist der Rückgabewert? Also konvertiere vom. Also convert from heißt, ich kriege ein anderes Referenzsystem und möchte das in mein Referenzsystem, mit dem ich gespeichert bin, umwandeln. Und auch hier können wir wieder S-Fina-I verwenden. Das heißt, ich gehe hier an dieser Stelle hin und baue mir tatsächlich diesen Typ zusammen und sage, wenn das derselbe Typ ist und derselbe Kind, dann ist es an der Stelle einfach Geolocation. Ansonsten interessiert mich das nicht. Und auch hier drin kann ich natürlich wieder Metaprogrammierung verwenden, also das If-Const-Expression verwenden. Wenn man ältere Beispiele sieht, die das machen, dann müsste ich immer spezialisieren. Und das Spezialisieren ist echt die Hölle. Das zu pflegen, also gar nicht mal zu schreiben, das zu pflegen, ist echt kompliziert. So, und hier diese Transformation, dieses Convert from, ist nichts anderes als das, was wir hier gemacht haben. Das folgt ja demselben Muster, dass wir gesagt haben, auch, wir haben ein Template mit dem Asserkite, Convert from, wo wir mit TY gekommen sind und haben gesagt, okay, wenn die beiden gleich sind, dann gib den Wert einfach zurück, ohne Verlust. Das wird wegoptimiert. Also wenn die beiden Systeme völlig identisch sind, dann kannst du an der Stelle hingehen. Ansonsten, wenn die Kind dieselbe ist oder ungleich bis out ist, dann kann er einen Fehler auslösen. Und jetzt geht das Umrechnen los. Wenn die Maßeinheit Meter ist, ich möchte Kilometer haben, from Kilometer zu Meter. Ein Kilometer sind 1000 Meter, also weil mal 1000. Und dieses Z-Value, was wir hier als Hilfsfunktion haben, das ist wirklich eine Hilfsfunktion, die steht, glaube ich, ganz unten. Die habe ich ganz unten geparkt, das ist schlecht. Da wird das ZDKs drin gemacht. Da haben wir sie. Z-Value, wieder
zusätzlicher Red-Type, das kann ein Abweichender sein, ein zusätzlicher Azure-Type. Und wenn die gleich sind, dann kann ich einen Move machen. Wenn die Typen gleich sind, das Referenzsystem ist die gleiche, dann kann ich an der Stelle move. Das heißt, ich tausche die Inhalte einfach aus. Wenn der Typ derselbe, nicht derselbe ist, das heißt, mein Referenztyp und mein Azure-Type sind verschieden, denn ich kann nicht ein Double mit einem Float move oder ein Long-Double und ein Double move. Das würde sogar bei vielen Compilern funktionieren, aber nicht mit Sicherheit. Deswegen, da muss ich eine Kopie erzeugen, das geht gar nicht anders. Und ich könnte eine Warnung vom Compiler kriegen, dass da Typumwandlungen einen Verlust erzeugen. Das heißt, hier mache ich an dieser Stelle auf jeden Fall einen Static Cast. Ich werde also nie eine Warnung kriegen, weil ich ihm ja sage, ich weiß, da gibt es eine Umwandlung. Und wenn auch noch die Referenzsysteme unterschiedlich sind oder da ein Integral mit im Spiel ist, das heißt, der eine ist ein Integral, der andere ist kein Integral, dann muss ich runden. Ich will ja nicht, ich habe jetzt 1,9999, das will ich ja nicht auf 1 abschneiden, sondern da sage ich, das ist 2. Das heißt, da will ich wirklich eine Rundung haben. Und auch das kann ich wieder mit einbauen und sage einfach, okay, wenn der Red-Type ein Integral ist, aber der Typ, mit dem ich komme zum Umwandeln, kein Integral ist, dann mache ich einfach nur einen Static-Cast, weil dann würde er ja abschneiden. Dann würde aus dem 1,9999 plötzlich 1 werden. Dann mache auf jeden Fall eine Rundung. Das heißt, auch das habe ich unter Kontrolle. Das habe ich mit so einem kleinen Teil nie wieder in der Betrachtung. Und wenn sich an der Regel was ändert, dass ich eben nicht aufrunden oder abrunden oder irgendwas anderes machen möchte, kann ich das genau an diese Funktion einbauen. Und wieder, auch das ist eine implizite Inline-Methode. Das ist ein Makro, das wird nie als Funktion aufgerufen. Und weil hier ein if-const-Expression steht, ist das, was übrig bleibt, tatsächlich nur dieser Befehl, der dann an die Stelle geschrieben wird, wenn die Bedingungen dem entsprechen, was ich über diesen Weg definiert habe. Da passiert nichts an Overhead, nichts an Runtime. Das passiert komplett aufgelöst zur Compile-Time. Und deswegen ist das so irre, wenn andere kommen und ihre Sprachen. Also ich verstehe keinen Menschen, der freiwillig auch in Rust programmiert. Weil das sind Konstrukte, die sind weit, weit, weit. Diese Mischung, Objektorientierung, Funktional, Metaprogrammierung, Sfinai, um Typen rein und raus zu lösen. Das sind Dinge, wo da träumen viele andere von. Und natürlich, wenn ich nicht auf die Idee komme, die zu verwenden, werde ich sie auch nicht vermissen. Aber der Bibliothekschreiber, der mir eine Bibliothek liefert, hat es vielleicht gemacht. Wenn ihr die Boost-Bibliothek verwendet oder ihr habt die Standardbibliothek von C++, die Range-Bibliothek, die ja ein sehr abstraktes Level erreicht, die nutzen natürlich solche Konstruktionen, um das für euch effektiv zu machen. Ihr selber könnt es aber auch benutzen. Und deswegen ist das Muster, dass wir, wenn wir so eine Typeinheiten mit reinbringen, eigentlich immer dasselbe. Wir haben immer eine, oder ich baue sie immer so demselben Vokabular gehorchen, dass ich eine Convert-to-Methode habe, eine Convert-to-Methode erzeugt meinen Typ in den anderen Typ. Das heißt, ich habe einen Meter und möchte ein Yard-Ergebnis haben. Und ich habe dann habe ich das to. Und ich möchte ein Convert-from heißt, ich habe eine andere Metrik und möchte in meine Metrik rein, dann konvertiere ich das da. Deswegen ist das to selber auch wieder const. Und ich kann es sogar als const-expression definieren. Das heißt, wenn er auf Konstanten trifft, kann das sogar der Compiler zur Kompilierzeit auflösen. Const-expression ist ja immer die Bitte an den Compiler, das aufzulösen. Und wie gesagt, immer wenn ihr mit Metriken arbeitet, es ist immer schön, wenn ihr euch selber so ein Framework im Kopf setzt und sagt, ich habe ein Convert-from und ich habe ein Convert-to, das kann ich immer wieder zum Einsatz bringen, habt ihr die Problematik auf jeden Fall aufgelöst. Hier ist jetzt keine Konvertierung drin. Also die Metriken habe ich jetzt wirklich nicht ineinander umgerechnet. Wir haben sie auch nicht vollständig bisher. Ich muss mal gucken und googeln die Woche, ob ich die anderen auch finde oder entsprechend auflöse. Die eine habe ich schon gefunden. Und das ist natürlich so, wenn ich von Mercator zu ETR schlag mich tot möchte, dann kann ich triangeln über die WGS-Koordinate. Ich brauche also nur WGS in die eine und WGS in die andere. Und muss das entsprechend umwandeln. Jetzt ist hier eine Funktion mit drin, die heißt Test. Da ist sie. Diese Test erwartet auf jeden Fall, der Typ ist ihr egal, das kann eine beliebige Gleitkommazahl sein, so wie die Klasse instanziert wurde, aber das Referenzsystem ist auf jeden Fall ein WGS84. Und konstante Referenz. Wir haben ihm aber beigebracht, sich umzuwandeln. Das haben wir ihm ja beigebracht.
Auch hier kann man natürlich Operatoren schreiben. Hier oben steht er übrigens. Das ist der Conversion-Operator in die andere Kind. Das heißt, ich bringe ihm hier an dieser Stelle bei und sage, ich kann wieder mit einer anderen Gleitkommazahl kommen. Ich kann mit einem anderen Referenzsystem kommen. Achso, habe ich hier irgendwie selber einen Schreck gekriegt. Ich kann mit einem anderen Referenzsystem kommen. Der Operator, der Rückgabewert, der Conversion des Operators ist ein Conditional. Und jetzt wieder die Unterscheidung. Wenn TY, der Typ und Asset-Type die gleichen sind und das gleiche ist und das entsprechend übereinstimmt, dann erfolgt die Umwandlung entsprechend. Das heißt, ich kann wirklich, S-Finahi ist unwahrscheinlich schwer zu lesen. Da braucht man Tage, um sich da einzuarbeiten. Aber nachdem man das in die Hand gesetzt gekriegt hat, können wir Typen jonglieren wie nirgendwo anders. Wirklich. Das ist der. Und hier definieren wir wieder und sagen, wenn wir das selber sind, wenn der Typ, wenn das alles übereinstimmt, dann können wir natürlich diesen Wert auch direkt zurückgeben. Da muss ja keine Umrechnung erfolgen. Ansonsten machen wir wieder unser Convert-to. Das heißt, wir wandeln das jetzt in die Konvertierung um, die wir als Rückgabewert an der Stelle annehmen. Also auch wieder nichts Überflüssiges machen. Also wir können über diese Konstruktion wirklich hingehen und können den Code so extrem robust, ohne irgendwelche Zwischenschritte gestalten, weil wir wirklich gezielt hingehen können und können sagen, wenn die Typen übereinstimmen, müssen wir ja nichts konvertieren. Da muss nichts umgewandelt werden. Also gib den Wert einfach zurück. Wenn es aber eine Abweichung gibt, dann haben wir diese Convert-to-Funktion und da ziehen wir das quasi in das andere Referenzsystem. Also wie gesagt, Objektorientierung nicht mehr so, sondern jetzt haben wir die Objektorientierung wirklich auf dem Kopf stehen. Das heißt, die vermeintliche Basisklasse ist jetzt plötzlich die Klasse, die unten ist. Und auch hier können wir beliebig testen an der Sache. Das sehen wir in dem Main-Programm. Ich kann natürlich hingehen und kann sagen, hier haben wir unsere Winkelangabe. Wir haben gesehen, es gibt die Funktion Pass, die wir mit der Range-Bibliothek umgesetzt haben. Das heißt, das XX, was hier rauskommt, muss natürlich mit Int-Werten gespeicherten Triple sein, das Grad, Minute und Sekunde zurückliefert. Das heißt, wenn wir hier hingehen und halten das im Debugger an, und wir gehen hier rüber, dann sollte hier tatsächlich in dem XX, da sehen wir das 12:30:30 drin sein. Das ist also genau das, was wir gemacht haben. Und jetzt könnte ich wieder hingehen und könnte einen String-Literal-Operator definieren. Ich könnte also auch hingehen und könnte sagen, der müsste wirklich immer mit Anführungsstrichen geschrieben werden, aber tatsächlich mit Unterstrich, was weiß ich, Geo6 oder Geo60. Und hätte dann quasi einen Operator, der aus diesem im laufenden Quelltext quasi das entsprechend umwandeln könnte. Und das wieder zu Compile-Time. Wenn die Konstrukte alle als Const-Expression aufgebaut sind, setzt sich den Compiler ja in der Lage, das auch zur Kompilierzeit auszuführen. Das heißt, diese Zuweisung, die hier steht, kann durchaus zur Kompilierzeit durchgeführt worden sein und nicht erst zur Laufzeit. Dann wird der X-Wert einfach ausgegeben. Dann haben wir natürlich alle Möglichkeiten. Wir haben hier jetzt einen Winkel als Gradwinkel mit Doppelwerten, einmal Y, einmal X. Und hier hole ich mir diesen XX quasi, diesen 12:30:30 einfach als Degrees S Dezimal. Das war diese Hilfsfunktion, die wir reingestrickt haben. Also auch das funktioniert. Ich kann natürlich für einen Degree-Winkel existiert die Funktion toRadians. Das hatten wir auch gesehen. Die war ja auch über S-Finahi geschaltet. Das heißt, wenn ich hier hingehe und sage, hier machen wir einen Radian draus, dann ist diese Funktion schon ungültig, weil sie ausgeschaltet war. Das heißt, auch das war ja ein Konstrukt, was wir über S-Finahi gesetzt haben, dass man Klassen nach bestimmten, wie gesagt, das ist ein Enium, das wir als Klassifikation verwenden, hingehen kann und kann sagen, wenn das eine andere Maßeinheit ist, dann macht das keinen Sinn, das ineinander umzuwandeln. Das heißt, auch hier liegt eine Umwandlung hinter, weil, ich bin mir nicht ganz sicher, das war ja der Fehler, aber ich glaube, das ist mittlerweile korrigiert, er mir hier ja tatsächlich einen Winkel mit Radien zurückgibt. Aber dadurch, dass wir ihm beigebracht haben, die Metriken ineinander umzurechnen, ist das, was hier im Ergebnis X gespeichert ist, natürlich ein normaler Winkelmaßwinkel. Und damit können wir das auch entsprechend ausgeben. Wir sehen den Vergleich der Winkel, dass wir X mit Comp X vergleichen. X ist auf jeden Fall ein Winkelmaß, Comp X ist ein
einen Radianwinkel. Das heißt, wenn wir da hinlaufen und gucken uns die Variablen an, hier ist der Vergleich nochmal, wo innen drin steht, dann sehen wir, dass hier tatsächlich steht 14,32 und 0,25 und trotzdem sind sie gleich. Zwei Doppelzahlen. Einmal 0,25 und einmal 14,25 und trotzdem werden sie als gleich verglichen, weil Maßeinheiten dazugekommen sind. Der eine ist der Winkel im Bogenmaß, das andere ist der Winkel im Winkelmaß. Dasselbe haben wir mit Meter und Yard gemacht. Auch hier hat die Auflösung funktioniert und jetzt können wir, wie gesagt, mit geografischen Koordinaten arbeiten. Wir sehen, hier wird der Konstruktor 52 Grad Breitengrad, 13 Längengrad, das ist so über den Daumen irgendwo in der Nähe von Berlin, hoffe ich mal, zumindest gesetzt. Und einmal wird er mit 13,5 gesetzt. Ich habe zwei Koordinaten, Post 1 und Post 2. Ich habe die Post 3 Koordinate. Hier jetzt mit diesen vier Parametern, Character, Int, Double, Double. Und ich habe eine Mercator, die ich hier durch eine Kopiererei aus dem anderen umwandle. Aber wie gesagt, die Typumwandlung interessiert mich nicht mehr, weil mein Programm weiß, Post 3 ist ETRS 89, Post 4 ist Mercator, also muss zwischendurch transformiert werden. Das ist in dem Konstruktor, in den Datentyp gelegt. Das kann nie wieder falsch laufen. Ich kann diesen Fehler nie wieder machen, mit den einen Koordinaten anzufangen und mit den anderen Koordinaten weiterzurechnen. Jetzt kann ich natürlich vergleichen und sage, Post 1 kleiner Post 2, sollte trivial sein. Ich kann hingehen und kann mir Post 4 ist vom Typ ETRS, mit dem Parameter Post 3 aufrufen. Diese Funktion Test, die wir hier haben, erinnert euch daran, die erwartete aber auf jeden Fall eine konstante Referenz auf einen WGS-Parameter. Zum Beispiel Entfernungsberechnung. Ich muss die anderen Koordinaten immer in die GPS-Koordinaten umrechnen, um tatsächlich längere Entfernungen rechnen zu können. Das geht gar nicht anders. Deswegen kann ich eine Funktion schreiben, Distance, die dann erwartet nicht einen beliebigen Parameter, sondern die erwartet einen WGS-Parameter. Was anderes ist, wenn auch nur mit einem Parameter, nichts anderes als diese Funktion Test, die hier steht. Hier oben haben wir sie irgendwo. My Geolocation, das ist der Conditional, hier haben wir sie. Also der Parameter war fest WGS 84. Ich mache jetzt hier nichts anderes, als einen Return 1 zurückzugeben. Das ist eine Testfunktion. So, da haben wir auch einen Breakpoint drin. Ja. So, das heißt, dieser Funktionsaufruf, Post 4 ist irgendwie Mercator, Post 3 ist irgendwie ETRS 89, ruft jetzt diese Funktion Test auf, wie wir es von der Objektorientierung her kennen. Und da landen wir in dieser Funktion Test rein und gucken wir uns die ASA an. Jetzt steht sie auf 0,0, weil es keine Konvertierung gibt. Die ist nicht implementiert, First, Second. Aber das, was hier angekommen ist, ist plötzlich ein WGS. Also diese Umwandlung, dadurch, dass sie hinterlegt ist, programmiert, sauber für die Typen festgelegt wurde, kann ich jetzt in diesen Funktionsaufruf natürlich auch verwenden. Und damit kann ich eine Distanzmethode liefern, die jetzt auf jeden Fall immer das richtige Ergebnis liefert. Ich kann also gucken und sagen, bist du Meter? Earthing oder bist du Kilometer? Wenn das Kilometer ist, rechne das erst einen Meter um, wandle das in Bogenmaß um und liefere dieser Funktion genau den Parameter, den sie braucht. Das heißt, wir können diese ganzen Rechenregeln in unsere Typen hineinlegen. Und das ist eine Sache, die, wie gesagt, wenn man vergleicht, dann muss man richtig vergleichen. Und C++ ist Multiparadigma. Das ist ein Zusammenspiel von Objektorientierung, Metaprogrammierung, funktionaler Entwicklung bis hin zu uralten strukturierten Entwicklung. Und ich kann diese Paradigmen nicht einfach nur nutzen, parallel nutzen. Ich kann sie miteinander verbinden. Das ist das, was wir hier sehen. Wir sehen hochgradig Metaprogrammierung verbunden mit der Objektorientierung. Sogar mit einer verkehrten Vererbung dadurch. Also die Funktion Test wird nicht mehr oben allgemein zur Verfügung gestellt, sondern die wird plötzlich unten zur Verfügung gestellt. Und die Unterscheidung, was bist du, passiert plötzlich nicht mehr über die Objektorientierung, über die Vererbung, sondern passiert über die Links. Und ich muss auch keine Funktionen handeln, weil das in dem Typen hängt. Und den Typ habe ich darauf reduziert, dass ich ihm Enium gegeben habe. Meine Typsteuerung basiert nur noch darauf, dass ich ganz oben, wo ist denn der Laufbalken?
Ja, das hasse Notebook-Tastaturen. Da ist er. Ich habe ihm hier ganz oben gesagt, hier, das ist meine Steuerung. Enium Class, My Geodetic, F-Type. Und wenn dann was Neues zukommt, okay, muss was Neues dazukommen. Und alles andere, was danach passiert, steuert sich über dieses Enium-Feld. Dass ich sagen kann, ich möchte WGS 84 haben oder ich möchte ETRS 89 UTM haben oder ich möchte ETRS 89 Mercator haben. Wie gesagt, Freitag bringen wir das alles zueinander. Das heißt, wir bauen überall, wo hier noch Einzelwerte drin sind, dann die Punkte mit rein. Also ist jetzt ausgegangen, das Flipchart. Die Punkte mit rein und die Winkel mit rein. Die Berechnungsfunktion haben wir ja schon für WGS-Koordinaten. Das heißt, die können wir auch einbauen. Die liefert dann tatsächlich einen Winkel zurück. Und dann können wir entscheiden, ob der Winkel im Bogenmaß oder im Winkelmaß zurückgegeben werden soll. Und sie liefert eine Distanz zurück und wir können entscheiden, ob die Distanz in Kilometern oder in Metern oder in Yard angegeben werden soll. Und wenn sie in Yard angegeben wird, Tel Aviv, dann wird sie halt in Yard angegeben. Dann müssen wir uns da auch nicht drüber aufregen, weil wir haben damit eh nichts am Hut. Die Umrechnung passiert automatisch im Hintergrund. Und dann haben wir unsere geografischen Koordinaten so weit fertig, dass wir mit der Adresspunktgeschichte von Berlin weitermachen können. So, jetzt habe ich ganz lange nicht auf den Chat geguckt. Die Unterstrich-V-Varianten geben den Wert zurück. Also ich habe bei diesen Metaprogrammierungen von der Auflösung entweder einen Typ oder einen Wert, einen boolschen Wert. Also ich baue mir ja ein TypeThread. Ach, das muss man vom TypeThread her erklären. Also ich kann mir ja selber TypeThreads bauen, eine eigene TypeThread-Datei. Ich kann mir selber TypeThreads definieren. Auf eine relativ komplexe Art und Weise, wenn ich möchte. Also ich kann, es gibt ja so eine Umwandlungsteile, dass man dieses Konst und Zeiger und Ref und sowas wegnimmt. Wenn ich das nicht hatte, früher gab es das nicht ganz am Anfang. Da musste man also wirklich noch hart ran und hat es selber gemacht. Und natürlich kann ich auch hier mit Verallgemeinerungen arbeiten. Aber wichtig ist, ich baue mir ein TypeThread immer mit einem Value zusammen. Egal, wie ich das umsetze. Also ich habe, ist ein Char oder ist ein W-Char-Parameter, also wirklich ein Zeiger, den ich kontrolliert haben will, dann ist mein TypeThread ein boolscher Value, der entweder das eine oder das andere erfüllt. Und jetzt hier, wenn das Empagadero mit ins Spiel kommt, VCL mit ins Spiel kommt oder eben FireMonkey, dann kann jetzt ein Delphi-String sein, dann ist das entweder ein ANSI-String, dann ist es ein Nero-Delphi-String, nationaler, oder es ist ein White-String, dann ist es ein Unicode-String. Das heißt, ich habe jetzt wirklich einen Typ, wo ich auch in die Fremdwelt, auch mit C++ natürlich in die Delphi-Welt hineintauchen kann und kann sagen, der Parameter, der da kommt, bist du denn vielleicht der und der. Und dasselbe kann ich natürlich für Qt machen. Auch Qt hat ja einen eigenen String-Typ und ich möchte den vielleicht unterscheiden, auch vielleicht automatisch umwandeln in die C++-Typen. Dann muss ich aber zumindest erkennen, dass die Variable, die da übergeben wird, ein Qt-String ist. Insofern kann ich jetzt hingehen und kann sagen, okay, ich werte hier auf jeden Fall den Q-String aus. Ich kann hier auch hingehen und kann Q-Array von Char auswerten und kann das auch als True zurückgeben, weil auch das wäre ja im Sinne von Qt nationale Zeichenkette. Und hier ist es natürlich so, dass ich die Typen dann auf standardmäßig false setze, weil die nicht da sind, weil wenn ich Qt kompiliere, dann kann die VCL nicht da sein oder nicht FireMonkey da sein. Wenn ich VCL oder FireMonkey kompiliere, dann kann Qt nicht da sein. Deswegen ist hier oben der Qt-String automatisch, da haben wir ihn, in dem Block ist der Qt-String automatisch falsch. Und Prinzip ist immer das gleiche, ich habe immer ein Value. Und immer wenn ich ein TypeThread auf einen Typ setze, dann habe ich immer einen Doppelpunkt, Doppelpunkt Type. Das ist nicht Gesetz, das ist nicht Syntax, das ist einfach, hat sich gebildet und das wird so, im Standardbibliothek ist es auf jeden Fall so. Und wenn man selber sich an die Standardbibliothek anlehnt, sollte man das auch machen. Und das Unterstrich V liefert gleich, nimmt nicht die Struktur, sondern liefert quasi diesen Wert gleich zurück. Das heißt, ich habe das TypeThread nicht mehr als Struktur und greife dann über den Typ mit Doppelpunkt, Doppelpunkt auf den Wert zu, der ja static ist, sondern ich gebe den Wert gleich zurück. Ich erzeuge die Struktur, instanziere die und gebe den Wert zurück und das ist Unterstrich V. Und ich mache TypeName, Doppelpunkt, Doppelpunkt Type, wenn es ein Typ auflösendes TypeThread wäre, dann ist halt Unterstrich T der Auflöser.
Das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Was mich ärgert, sind die Vergleiche. Und ich hatte das am Wochenende geschrieben. Ich habe es wirklich bei LinkedIn geschrieben. Ich habe es bei Facebook, eine englische Gruppe, auch noch reingeschrieben für den C++-Bilder. Die Leute kommen und vergleichen und sagen, die gucken, ich kenne eine Sprache, nehmen wir mal Delphi als böses Beispiel oder Pascal. Ich nehme mir Pascal, nehme mir die Sprache und ich vergleiche die mit C++. Dann vergleichen die immer das, was sie kennen, also Pascal, und suchen die Eigenschaften in C++ wieder. Und dann stellen sie fest, das meiste, was sie können, das können sie auch in C, was sie kennen, finden sie auch in C++ wieder. So, und vielleicht können sie sogar ein bisschen mehr. Aber sie vergleichen ja nicht C++ mit Pascal denn, sondern sie vergleichen ihren Kenntnisstand vom Programmieren und ihrer Sprache Pascal mit C++. Und da finden sie die Untermenge wieder und vergleichen quasi die Untermenge. Aber dadurch, dass C++ eben so viel mehr ist durch Multiparadigma, durch diese verschiedenen Aufweichungen, durch diese Entwicklung, die da gewesen ist, vergleicht man immer nur mit einer Untermenge von C++. Das heißt, alle Vergleiche von Java, C#, Rust in Richtung C++ vergleichen immer nur die jeweilige Untermenge und finden die in C++ wieder. Sie vergleichen aber nicht das Gesamtkonstrukt. Und dazu die aktuelle Diskussion, die sagt, C++ ist zu unsicher. Man darf ihn bestimmen. Es gibt ja wirklich sowohl die BSI hier in Deutschland als auch die, weiß ich gar nicht, war das die NSE? Ich glaube sogar die NSE in Amerika, die Vorstöße gemacht haben, von der Sprachlobby der anderen Sprachen getrieben und gesagt haben, ihr müsst jetzt C++ verbieten. C++ muss verboten werden, weil C++ ist zu unsicher. Die Gefahr von C++ geht nur von schlecht ausgebildeten Programmierern aus, nicht von der Sprache, das ist der erste Fakt. Und der zweite ist, ich kann C++ so sicher gestalten wie keine andere Sprache. Weil ich kann ja diese ganzen, wie gesagt, ich kann Metriken mit reinlegen, ich kann Einheiten mit ranhängen, ich habe jetzt auch Optional zur Verfügung, es hat lange gedauert, viel zu lange, auch keine Frage. Aber ich habe auch nicht initialisierte Werte, die ich erkennen kann. So, und das zu reduzieren auf Garbage Collection, um jetzt mal die Richtung Java zu nehmen, und zu sagen, nur weil Java Garbage Collectoren hat und C++ nicht, ist Java sicherer. Das ist der Hirnriss. Weil das ist ja nur eine Ressource. Wir haben Handles, wir haben Mutexe, wir haben, oh, schlag mich tot, Sachen, mit denen wir rumhantieren. Und wir haben Arbeitsspeicher. Und natürlich kann ich in C++ immer noch ein New machen und kann vergessen, das mit Delete freizugeben. Habe ich schlecht programmiert. Würde ich ihm als Lehrkraft in C++ eine echt schlechte Zensur für geben. So, weil natürlich haben wir auch Smart Pointer und wir haben in C++ Resource Acquisition ist Initialization und damit können wir sicher programmieren. Wir können Moven sogar, wir können Speicherblöcke nicht mehr einfach nur kopieren. Wir können sie auch durch die Verarbeitung hindurchschieben, ohne dass da noch eine Kopie erzeugt wird und ein Fehler passieren kann. Und ganz am Ende wird der Speicher freigegeben automatisch. Das heißt, wir können ja so sicher wie in jeder anderen Sprache und sogar noch sicherer als in jeder anderen Sprache programmieren. Aber trotzdem wird dieser Mythos der Unsicherheit von C++ verwendet, um C++ zu degradieren und zu sagen, ihr dürft nicht mehr in C++, ihr solltet nicht mehr in C++ programmieren. Aber es wird gar nicht diese Gesamtspannweite C++ verglichen. Und das ist das, was mich so tierisch ärgert, also wirklich tierisch ärgert. Für alle, die neu dazugekommen sind, ich freue mich über jeden Follower, wie jeder andere auch. Für alle, die uns nicht kennen, wir haben auch einen Discord-Server, in dem man diskutieren kann. Sinn oder sinnlos oder sinnvoll und Fragen stellen kann, wo man sich auch untereinander helfen kann. Das finde ich eigentlich immer allerspannendsten. Wir haben den YouTube-Channel Adek Schular mit ganz vielen alten Videos, mit zwei kompletten Vorlesungen, also C++. Erst C, Grundlagen der Programmierung mit C und dann aufgebaut darauf C++ und dann ja die Evolutionsreihe, die wir jetzt machen, um diese Entwicklung von C++ auch nochmal zu zeigen. C++ macht keine Revolution, ist kein Bruch, sondern ist immer eine Evolution. Das ist natürlich auch für Industrie ganz wichtig, das darf man nicht vergessen. Wir wollen das natürlich, wollen wir die alten Quellcodes nicht nochmal alle wieder überarbeiten müssen. Wir wollen, dass sie weiter funktionieren, insbesondere wenn sie abgenommen sind, wenn sie getestet sind. Und insofern ist es wichtig, dass C++ sich evolutionär entwickelt und nicht mit einem Bruch entwickelt. Und das haben wir auch gemacht. Wir stehen ja in diesem Monat wahrscheinlich, also ich bin eigentlich noch guter Dinge, dass, weiß ich gar nicht, 26. September, glaube ich, ist Meeting, dass dann C++ 23, dann geht die Uhr wieder auf Null zurück, dann haben wir wieder eine neue Zeitrechnung mit C++ 23. Wir haben ja schon einige Sachen davon verwendet. Viele wirklich schöne Dinge sind mit C++ 23 dazugekommen, auch wenn es wieder nur ein Korrekturstandard ist, ein kleinerer.
Aber es gibt auch schon, wenn ihr in die C++-Referenz guckt, da tauchen schon die ersten Funktionen auf. Da steht drin ab C++ 26. Es gibt also schon die ersten Dinge, die tatsächlich schon beschlossen sind, die ab C++ 26 gelten werden. Das kommt ja auch wieder etappenweise. Und auch die guten Compiler, die wie Visual Studio, wie C-Lang, wie GNU, die tatsächlich ja dann auch schon wahrscheinlich vielleicht schon in einem der nächsten Release C++ 26 Eigenschaften zur Verfügung mitstellen werden. Allerdings unter der Prämisse, dass das dann experimentell ist. Na gut, das war die Schlussrede. Euch allen eine schöne Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr Freitag wieder mit dabei seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.